und ich begrüße alle Anwesenden recht herzlich und besonders natürlich unseren Referenten Dr. Klaus Jäger, den ich ganz kurz vorstellen möchte. Im Seniorentreff ist er als Andi 26 unterwegs. Er ist Jahrgang 1955 und hat in Erlangen Biochemie studiert. Und dort hat er 1995 in Biochemie promoviert. Und er ist dann von 1986 bis 2017 bei Böhringer Mannheimer beschäftigt gewesen und später bei Roche Diagnostik in Penzberg im Bereich der Produktion von diagnostischen Tests. Er ist ehrenamtlich sehr aktiv in Umweltverbänden, zum Beispiel im Bund Naturschutz, und er engagiert sich für den Klimaschutz. Er ist aktiv bei Scientists for Future in Österreich, bei Parents for Future in Tirol und in Penzberg, das ist auch richtig, das ist dein Heimatort, ja. Klaus. Da bist du Mitglied im Energie- und Klimabeirat als Vertreter des Bund Naturschutzes. Und heute wirst du uns über eines deiner Hobbys berichten. Du wirst uns auf den Wissensstand bringen, was die Suche nach Leben im All angeht. Und darauf freue ich mich sehr und möchte dir auch keine Zeit stehlen und dir das Wort übergeben. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ich werde jetzt mal den Bildschirm freigeben. Ich begrüße euch zu dem Vortrag auf der Suche nach außerirdischem Leben. Wir steigen jetzt in ein UFO, also UFO und S, UFOs, und fliegen ab ins Weltall. Das U steht für, ist der erste Punkt, unser Planetensystem und unser Kosmos. Ich werde unser Planetensystem zeigen und dann auch in etwa die Ausmaße darstellen, auch die Entfernung von Stern zu Stern, und eine Ahnung werde ich geben, wie groß der Kosmos sein kann. Das nächste ist fremde Welten. Da geht es darum, wie Planeten überhaupt entdeckt werden, Exoplaneten entdeckt werden von fremden Sonnen. Die sind ja alle recht weit entfernt. Und mit welchen Technologien kann ich die Planeten überhaupt nachweisen? Orte des Lebens, ja, wo kann denn überhaupt Leben im Weltall sein? Es gibt einige Orte im Planetensystem, wo wir auch Leben finden können. Und dann geht es auch um den Nachweis. Wie kann man Leben auf Exoplaneten überhaupt nachweisen? Und der letzte Punkt wäre SETI, also die Suche nach extraterrestrischen Intelligenzen. Ich fange jetzt mit unserem Planetensystem an. Wenn man am Himmel schaut, da kann man die Planeten von den normalen Sternen gut unterscheiden. Und zwar, wenn man am Himmel einen hellen Stern sieht und der blinkt nicht, dann ist es ein Planet. Beispielsweise sieht man im Winter den sogenannten Teufelsstern, das ist der Sirius, der ist einer der hellsten Sterne, aber der blinkt auch ziemlich stark. Während wir in der Jupiter oder Saturn, wenn die am Himmel sind, dann ist es ein heller Stern, der blinkt aber überhaupt nicht. Und dann gibt es noch einen etwas dunkleren, aber rötlichen Stern bzw. Planet, der nicht blinkt, und das ist dann der Mars. Hier habe ich das Planetensystem mal aufgelistet. Die 8 Planeten, früher waren es 9, den Pluto, der wurde jetzt zum Zwergplaneten degradiert, weil von diesen Zwergplaneten gibt es relativ viel und Pluto ist da nicht mehr die Ausnahme, sondern eigentlich die Regel. Links ist die Sonne. Die Sonne ist so groß, dass sie 110-fachen Erddurchmesser hat. Und dann sind die Planeten, die sind eigentlich relativ klein. Der Jupiter hat ungefähr ein Zehntel, der Saturn auch, des Sonnendurchmessers. Hier sind mal die ersten 4. Der Merkur, der ist ganz nah bei der Sonne und da ist es sehr, sehr heiß. Der Merkur, der schaut ein wenig aus wie der Mond, bloß im Unterschied zum Mond hat er einen sehr großen Eisenkern. Aber die Krater und so, das kann man gut verwechseln mit dem Mond. Auf dem
auf der Venus, die ist ja ein bisschen weiter entfernt von der Sonne, da gibt es die heißesten Orte im Sonnensystem, interessanterweise. Und zwar hat die Venus eine CO2-Atmosphäre mit 95% Kohlendioxid, und Kohlendioxid ist ein starkes Treibhausgas. Und da kommt zwar die Wärme von der Sonne rein, aber kann den Planeten schlecht verlassen, und darum heizt sich das so stark auf, über 400 Grad oder 450 sogar, dass man da wirklich die heißesten Orte im ganzen Sonnensystem findet, außer natürlich der Sonne. Das nächste ist unsere Erde, kennt ja jeder. Und dann noch der Mars. Der Mars ist wesentlich kleiner, hat aber hier einen schönen weißen Fleck, das ist der Südpol. Und da hat man auch, das erkläre ich auch später, einige oder größere Mengen Wassereis gefunden. In dem Vortrag geht es oft um die habitable Zone. Also das kann man vergleichen mit dem Lagerfeuer. Das Lagerfeuer selber in der Mitte, das wärmt, und wenn man dann zu nah dran ist, wie einige Planeten, wie der Merkur oder die Venus, dann wird es ziemlich heiß. Dann rückt man ein bisschen vom Lagerfeuer ab, sodass es angenehm wird. Das ist dann die habitable Zone, die angenehme Zone, wo man gut leben kann. Und ist man doch zu weit vom Lagerfeuer entfernt, dann wird es zu kühl. Und genauso ist es auch bei den Planeten. Hier ist mal unser Planetensystem mit der habitablen Zone und als Vergleich ein anderes System mit Exoplaneten in der habitablen Zone. Also das Grüne ist die habitable Zone. Innen ist der Merkur, dann die Venus ist eher grenzwertig. Die Erde ist vollständig in der habitablen Zone, und der Mars selber, ja, der ist an einigen Seiten am Rand der habitablen Zone zu finden. Dummerweise wird die Sonne heißer und heißer, sodass die habitable Zone auch nach außen wandert. Und so nach 1 Milliarde Jahre sind wir dann am inneren Rand der habitablen Zone, und dann wird es ungemütlich heiß. Dann müsste man eigentlich unseren Planeten verlassen, falls die Menschheit überhaupt noch existiert. Hier stelle ich das Planetensystem im Maßstab eines Menschen vor. Und zwar, das ungefähr sind 2 Meter da oben. Das ist also die Grenze des Planetensystems. Ich würde es einfach mal mit dem Pluto, der gefällt mir immer so ganz gut im Planetensystem, obwohl er ja nicht mehr als Planet definiert wird. Ich würde es mit Pluto enden lassen. Und der Pluto hat eine Entfernung von der Sonne von 2 Meter. Und die Sonne ist bei dem Beispiel, wenn man es also runterrechnet, ist sie 0,4 Millimeter groß, also ein kleines Staubkörnchen. Es gibt aber auch Sonnen, die sind 1000-mal größer als die Sonne und haben dann natürlich 40 Zentimeter Durchmesser. Das sind dann schon richtige Fußbälle. Und wenn man dann die Entfernung in diesem Maßstab anschaut, also der Merkur 2, 4, 5 und der Mars 8, dann ist das innere Planetensystem, spielt sich unten an den Füßen ab. Der nächste große Planet ist der Gasplanet Jupiter. Der ist also 10-mal so groß wie die Erde, 10-mal im Durchmesser, 10-mal so groß wie die Erde. Und das Charakteristische hier ist der große rote Fleck. Das ist ein Wirbelsturm, den man eigentlich schon immer kennt. Der ist so groß wie die Erde, und den kennt man schon seit 300 Jahren. Wenn man im kleinen Fernrohr, kann man auch diese schönen Wolkenstrukturen ganz gut schon erkennen. Und der imposanteste Planet und auch der bekannteste ist der Saturn mit seinem Ring. Auch da kann man im Amateurteleskop kann man den Ring sehr, sehr gut beobachten. Also hier ist der Vergleich zur Erde. Also der ist auch so 6-7-mal im Durchmesser größer als die Erde, auch ein Gasplanet. Und dieser Ring oder diese Ringe, das sind ja verschiedenste Ringe, die bestehen aus Staubteilchen und Gesteinsteilchen von Millimetergröße bis Metergröße. Und wenn man jetzt in unser Modell geht, dann sieht man schon, da ist ein ziemlicher Sprung. Der Mars ist 8 cm, der Jupiter 26 und der Saturn 48 mm. Also, und dazwischen, zwischen Mars und Jupiter, gibt es noch den Asteroidengürtel. Die nächsten 2 Planeten sind Uranus und Neptun.
Die sind also ganz außen. Der Neptun hat so eine schöne bläuliche Farbe. Das ist durch das Methan. Und es gibt auf diesem Planeten gibt es Methangletscher. Also da gibt es auch Wassereis und auch Methangletscher. Bei uns ist ein Methan Erdgas. Und dort ist das Erdgas, ist es so kalt, dass das Erdgas zum Eis wird sozusagen und als Gletscher dort existiert. Jetzt sind wir hier am Ende des Planetensystems mit Pluto, der wäre dann 2 Meter. Und jetzt hier die Sonne Voyager, das ist ganz interessant, die ist 1977 gestartet, ist dann zu Jupiter und Saturn geflogen, hat schöne Aufnahmen gemacht. Da hat man auch das erste Mal gesehen, dass auch der Jupiter zum Beispiel einen Ring hat. Den kann man so im Teleskop nicht beobachten. Hat auch schöne Bilder von der Oberfläche des Jupiters und auch von einigen Monden gemacht. Und dann ist er ins äußere Planetensystem geflogen und ist jetzt unterwegs, eben seit 1977, und ist nach unserem Maßstab 7 Meter entfernt. Also das ist ein Objekt, ein menschliches Objekt, das am weitesten entfernt ist von der Erde und hat auch die sogenannte Heliosphäre verlassen. Die Heliosphäre ist faktisch der Teil des Planetensystems, wo die Sonne noch einen Einfluss hat. Und irgendwann ist der Sonneneinfluss zu Ende und dann beginnt der interstellare Raum. Und Voyager ist jetzt im interstellaren Raum und wird wohl, denkt man, bis 2030 sogar noch funken können. Das wird also immer noch betreut. Das heißt, dann sind über 50 Jahre vergangen und man kann immer noch mit der Sonde kommunizieren. Jetzt schauen wir uns den Maßstab Lichtgeschwindigkeit an. Das Licht ist ja unheimlich schnell. Das Licht hat eine Geschwindigkeit von 300.000 Kilometer pro Sekunde, ist also 1 Million mal schneller als der Schall. Schall hat 300 Meter oder 0,3 Kilometer pro Sekunde. Das hört man oder sieht man, wenn man den Blitz sieht beim Gewitter, dann blitzt es und erst Sekunden danach kommt der Donner. Also wenn der 10 Sekunden später kommt, dann ist das Gewitter 3 Kilometer entfernt. Also das Licht ist sofort da und der Schall hinkt immer hinterher. Und wenn man die Lichtgeschwindigkeit hernimmt, dann ist die Erde, braucht das Licht von der Sonne zur Erde 8 Minuten, beim Jupiter 45 Minuten, Saturn 1,5 Stunden, Neptun 4 Stunden, der Pluto 5,5 Stunden, die Heliosphäre wäre so 11 bis 12 Stunden entfernt und Voyager ist 20 Stunden entfernt. Das heißt natürlich auch, wenn man mit dem Gerät kommuniziert, was ja immer noch gemacht wird, dann dauert es 20 Stunden, bis das Signal dort ankommt. Und wenn dann Voyager reagiert und irgendwas zurücksendet, dauert es wieder 20 Stunden. Und jetzt die Frage, wie weit ist der nächste Stern entfernt? Also in unserem Modell, wenn man die Lichtgeschwindigkeit betrachtet, dann braucht das Licht 4 Jahre, um zum nächsten Stern zu kommen. Das bedeutet also, wenn dort Aliens wären und ich würde mit den Aliens kommunizieren und ich frage, hi Aliens, wie geht's euch? Dann braucht das Signal 4 Jahre, bis es dort ist. Und dann sagt der Alien, gut, und dann bleibt es wieder nochmal 4 Jahre und dann ist es wieder da, das Signal. Und dann wissen wir, dass es dem Alien gut geht. Und das Ganze braucht 8 Jahre. Und das sind 4 Lichtjahre die Entfernung. Also das ist die Zeit oder die Entfernung, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Und das sind circa 10 Billionen Kilometer oder 9,5 genau. Und in unserem Modell ist die Frage, wie weit ist der nächste Stern entfernt? Also unser Planetensystem ist 2 Meter. Die Sonne selber ist 0,4 Millimeter. Und wie weit ist die nächste Sonne, die vielleicht auch so unter 1 Millimeter im Durchmesser ist, wie weit ist es entfernt? 13 Kilometer. Und dazwischen ist nichts. Jetzt schauen wir uns das Bild an. Das ist das Bild, das bei der Ankündigung auch zu sehen war. Und da sieht man hier das EMO, das nennt sich der EMO im Himmel. Über Paranal, also Paranal ist so eine Art Hochebene im Norden Chiles. Und zwar ist da von der Europäischen Südsternwarte, es sind da 4
4 Observatorien aufgebaut mit jeweils einem Spiegeldurchmesser von 8 Meter, 8,50 Meter. Also sind schon gigantische Geräte. Und drüber sieht man die Milchstraße und hier diese Dunkelwolke, das ist dieses EMO im Himmel, das ist ein Sternbild. Und hier sieht man die Galaxis, also beziehungsweise die Milchstraße. Und die Milchstraße ist unsere Galaxis. Und das kann man sich so vorstellen, das ist eine Scheibe, die Galaxis. Innen sind die Sterne unheimlich dicht. In der Mitte gibt es ein schwarzes Loch. Und weit außerhalb der Galaxis, ungefähr 30.000 Lichtjahre entfernt, also das Licht vom Inneren bis zur Sonne braucht 30.000 Jahre, ist die Sonne als kleiner Stern. Und die ganze Galaxis hat einen Durchmesser von 170.000 bis 200.000 Lichtjahre. Also das Licht braucht, um es zu durchqueren, 200.000 Jahre. Also hier sehen wir es nochmal von oben. Hier ist die Sonne einfach als kleiner Stern außerhalb, 30.000 Lichtjahre entfernt. Und die dreht sich auch mit der Galaxis, die ganze Galaxis dreht sich, und zwar in 225 Millionen Jahren einmal um die eigene Achse. Also es ist ein galaktisches Jahr, ist 225 Millionen Jahre. Und auch in der Galaxis gibt es eine habitable Zone. Das heißt, innerhalb sind die Sterne so dicht und die Sterne am Ende ihres Lebens explodieren sehr häufig, dass die Anzahl der Explosionen hier so hoch ist, der Sternexplosionen. Und bei jeder Sternexplosion wird radioaktives Material oder radioaktive Strahlung in irgendeiner Form oder schnelle Teilchen freigesetzt, sodass eigentlich hier ein Leben sofort wieder zerstört wurde. Und nach der Theorie weiter außerhalb dieser habitablen Zone gibt es nicht genügend schwere Elemente, sodass sich Planeten, Gesteinsplaneten bilden können und Leben bilden kann. Jetzt nochmal hier unsere Galaxis. Und wenn wir jetzt von der Sonne sozusagen in die Ebene der Galaxis hineinschauen, dann sehen wir faktisch eine Anhäufung von Sternen, und das ist die Milchstraße, wie wir es vorhin auf dem Bild gesehen haben. Und jetzt, wenn wir unser 2-Meter-Modell nehmen würden, das wir da gehabt haben, wo der nächste Stern 13 Kilometer entfernt wäre, da wäre die Galaxis, hätte dann einen Durchmesser, die gesamte Galaxis, von 500.000 Kilometer. Also es ist schon, da sieht man auch wieder, wie groß die Galaxis, unsere Galaxis ist. Und wir machen jetzt ein neues Modell. Und zwar sagen wir, unsere Galaxis wäre nicht diese 500.000 Kilometer, sondern in dem neuen Modell 20 Zentimeter. Das heißt, das Licht bräuchte hier 200.000 Jahre für 20 Zentimeter, um durchzuwandern. Also Tropfsteine selber wachsen 100-mal so schnell. Also das Licht wird hier zur absoluten Schnecke in diesem Maßstab. Und das nutzen wir jetzt, um das Weltall sozusagen weiter zu vermessen, um einen gewissen Eindruck zu bekommen, wie groß das Ganze ist. Jetzt sind wir bei unserer Nachbargalaxis. Die Nachbargalaxis, die schaut, kann man sagen, ein bisschen ähnlich aus wie unsere Milchstraße. Man hat hier ein Zentrum, wahrscheinlich ist da auch ein schwarzes Loch. Dann haben wir vorhin, das habe ich vergessen zu erwähnen, in dem Bild mit dem EMO im All, da hat man so Nebel gesehen, das waren die Magellanischen Wolken. Das sind so Zwerggalaxien, die eben die unsere Milchstraße begleiten. Und das findet man auch hier im Andromeda-Nebel. Die haben also so Zwerggalaxien, die eben diese Galaxis auch begleiten. Und diese Galaxis ist vielleicht so groß wie unsere, hat aber in unserem Maßstab 2,5 Meter Abstand zur Milchstraße. Das heißt, man hat hier so einen Teller mit 20 Zentimetern und 2,5 Meter Abstand ist der nächste Teller mit 20 Zentimetern Durchmesser. So könnte man sich das so vorstellen. Und jetzt kommt die nächste Größenordnung. Unsere Galaxis und dieser Andromeda-Nebel, die gehören zusammen zu einer sogenannten lokalen Gruppe. Das ist das Rote hier, faktisch im Zentrum dieses Bildes sind wir. Und wir gehören zu dem sogenannten Virgo-Superhaufen.
Das ist also ein Haufen, also von Zusammenfügung von vielen, vielen Galaxien. Und in unserem Tellermaßstab hätte das Ganze einen Durchmesser von 100 Metern, also diese Teller hier. Wir hätten 2000 große Galaxien da drinnen zu finden, also 2000 solcher Teller, die auf diesen 100 Metern verteilt werden, aber immer sich gruppieren, so 150 Galaxiengruppen. Und das wären circa 500 Milliarden Sterne. Man sagt, so eine Galaxis wie unsere Milchstraße hat so 100 bis 300 Milliarden Sternen. Also es ist unheimlich viel. Und jetzt kommt die nächste Stufe. Das ist dann nochmal ein Superhaufen. Da hat man den Virgo-Superhaufen. Das ist wieder das Zentrum. Das wäre hier der Durchmesser, wäre 1 Milliarde Lichtjahre. Das heißt, in unserem Tellermaßstab entspricht es 1000 Metern Durchmesser. Aber man sieht hier die Struktur des Universums. Man hat also hier so Galaxienhaufen, die sind hier so angeordnet, so eine Art Wabenstruktur. Und dazwischen, wie zum Beispiel hier, da ist eine Leerstelle, da findet sich eigentlich nichts. Da sind ganz, ganz wenig Galaxien, so eine Art Wabenstruktur. Und da versucht man auch zu simulieren, wie sowas entstanden ist. Man hat also verschiedene Anfangsbedingungen versucht zu simulieren, sodass man mit einer Computersimulation auch auf diese Wabenstruktur kommt. Da spielt dann auch diese sogenannte dunkle Materie eine Rolle. Hier hat man ein schönes Bild. Das ist ein Bild, das nennt sich sogar ein extrem Deep Field. Also es gibt am Himmel Orte, wo man faktisch rausschauen kann in den intergalaktischen Raum, wo es keine Sterne gibt. Also vielleicht ist das ein Stern, aber alles andere, was man hier sieht, sind Galaxien. Große Galaxien, Spiralgalaxien, elliptische Galaxien. Also die ganze Palette, hier ist auch eine schöne, hier ist eine große. Und dieser Abschnitt des Himmels ist so klein, wenn man Sandkorn nimmt und das im ausgestreckten Arm auf den Himmel hält, das ist ungefähr die Fläche, die das Ganze hier abdeckt. Und da sieht man schon, dass man da unheimlich viele Hunderte, Tausende von Galaxien sieht. Jeder kleine Punkt ist eine Galaxis. Das Universum hat gemäß den meisten Modellen einen Durchmesser von 78 Milliarden Lichtjahren. Das entspricht also 78 Kilometer in unserem Tellermaßstab. Das heißt, wir sind in einem Zentrum einer Kugel von 40 Meter Radius. Und da haben wir viele, viele dieser Teller, Milliarden von Tellern haben wir da, die dann so verteilt sind als Galaxis. So, also das war eine Idee, um irgendwie mal zu sehen, wie groß das Ganze ist. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema, das sind fremde Welten. Wie kann ich Planeten um Sonnen entdecken? Die einfachste Möglichkeit ist natürlich zu fotografieren. Das ist jetzt hier mal passiert. Und zwar hat man hier einen Stern, Fomalhaut heißt der. Und da hier in diesem winzigen Fleck, da sieht man eine Verdickung und da ist ein Planet. Und der wandert relativ langsam um diese Sonne herum. Nach 2 Jahren hat er nur einen ganzen Bruchteil dieser Umlaufzeit. Also der wird sicher mehrere hundert Jahre umlaufen. Aber das ist sehr, sehr, sehr mühselig. Es gibt also andere Methoden, die einfach mehr Ausbeute sozusagen schaffen. Und die eine ist die sogenannte Radialgeschwindigkeitsmethode oder Wackelmethode. Frage, passt so von der Übertragung oder gibt es wieder Probleme? Es gibt keine Probleme. Tal? Nein, es funktioniert. Okay, ich mach weiter. Ja. Jetzt muss ich dann. Jetzt ich bin hierher. Genau. Diese Wackelmethode, man sieht hier, dass ein Planet seinen Stern umkreist, aber die umkreisen sich nicht so, dass das eine einfach starr stehen bleibt und das andere rotiert darum, sondern die kreisen um einen gemeinsamen Schwerpunkt. Das kann man sich so vorstellen, wenn man im Park spazieren geht, da sieht man einen
Eine Frau beispielsweise, die hat einen großen Hund und der große Hund, der umkreist die Frau und die Frau versucht ihn immer an der Leine zu halten und wackelt natürlich insgesamt mit dem ganzen Körper immer hin und her. Ist der Hund groß, dann ist die Bewegung des Körpers natürlich viel, viel ausgeprägter, als wenn das ein kleiner Hund wäre. Also über diese Wackelmethode kann man auch dann feststellen, wenn es weniger wackelt, welche Masse hat der Planet, der umkreist. Und wenn der Planet, wenn die Sonne immer hin und her wackelt, dann wird das Licht verändert. Also sagen wir mal, das geht in diese Richtung und wenn der Lichtstrahl zur Erde hier kommt, dann ist er leicht verschoben ins Bläuliche. Und wenn er in die andere, in die Gegenrichtung läuft, dann ist das Licht ins Rötliche verschoben. Das kennen wir auch, wenn zum Beispiel ein Polizeiauto uns entgegenkommt, dann hört man die Polizeisirene hoch. Und wenn es dann vorbeigefahren ist, dann ist das Ganze wieder niedriger. Der Ton wird also deutlich niedriger. Und genau das Gleiche kann man auch mit Licht nachweisen. Also man kann diese Verschiebung ins Bläuliche messen und die Verschiebung ins Rötliche. Man kann also dadurch sehen, wie stark der Stern wackelt. Und dann kann man eine Aussage machen, wie groß der, dass es überhaupt einen Planeten gibt, einen Exoplaneten, und auch welche Masse er haben kann. Die erste Entdeckung eines Exoplaneten wurde eben mit dieser Methode erreicht, und zwar 1995 von einem Herrn namens Michael Major und Didier Guelos der Universität Genf. Und zwar haben die genau das gemacht. Sie haben solche Wackelmessungen an Sternen sozusagen gemacht und haben dann relativ schnell, überraschenderweise, ein Signal bekommen. Und zwar kreist der Planet im 4,2-Tages-Rhythmus um diese Sonne, die ist 40 Lichtjahre von der Erde entfernt. Aber dieser Planet hat Saturngröße, also die Hälfte der Jupitermasse. Und das war ganz überraschend, weil wir haben ja immer gesehen, erst kommen bei uns in unserem Planetensystem die Gesteinsplaneten und dann erst kommen die großen Planeten. Und man hat eigentlich nie damit gerechnet, dass große Planeten so nah an seiner Sonne kreisen, dass es im 4,2-Tage-Takt, also ganz schnell um diese Sonne wandert. Und natürlich, bei dieser kurzen Entfernung zum Planeten ist die Oberflächentemperatur des Planeten ca. 1000 Grad Celsius. Also es war eine sehr, sehr überraschende Entdeckung und man hat auch die Entdeckung oder die Entwicklung von Planetensystemen hat man dann angepasst an diese Entdeckung und ganz neue Theorien entworfen. Also die Natur schaut immer irgendwie anders aus, als man sich's vorstellt. Wenn man irgendwas kennt, dann muss das natürlich in Wahrheit, wenn man dann mehrere Entdeckungen macht in der Richtung, kann das Ganze auch ganz anders ausschauen. Die nächste Methode ist die sogenannte Transitmethode. Das heißt, wir haben hier einen Merkur-Transit, also das heißt Transit, der Merkur wandert in dem Fall vor der Sonnenscheibe durch, das ist ganz winzig, und da wieder weiter und interessanterweise verdunkelt er dann die Sonne, kann man sich kaum vorstellen, und das ist messbar. Also ich zeige das jetzt nochmal in einer Animation. Und zwar, so, da wandert also der Planet, wenn er wandert, ja, vor die Sonne hin, vor seinem Stern hin, dann sinkt die Helligkeit ab. Und wenn wieder vorbei ist, dann steigt die Helligkeit. Ist der Planet kleiner, dann wird es natürlich, dann wird diese Kurve weniger ausgeprägt sein. Aber bei dieser Methode, bei dieser Transitmethode, muss man genau in die Ebene schauen, wo der Planet dann tatsächlich vor der Sonne ist. Also wenn man so Planeten mit Jupitergröße hat, dann ist die Chance ungefähr 10%, dass man das überhaupt entdeckt. Und wenn man Planeten der Erdgröße hat, dann ist es nur ein 0,5%, dass man das Ganze entdeckt. Also das ist auch im Prinzip ein sehr, sehr mühsames Geschäft, wenn man da als einzeln die Sterne anschaut und versucht dann so Helligkeitsmessungen zu machen und dann zu sehen, ob da ein Planet läuft. Der Trick ist jetzt,
Man beobachtet nicht nur einen Stern, man beobachtet Hunderte oder Tausende oder Hunderttausende Sterne. Und genau das macht diese Sonde, Kepler nennt sich die. Kepler ist also ein Fernrohr, das man in den Weltraum geschossen hat und das weit genug von der Erde weg war. Und es hat ein Sternenfeld beobachtet mit 190.000 Sternen und hat die Helligkeit gemessen von diesen Sternen. Also nur, es ist faktisch nur ein Fernrohr mit Photometer, das 190.000 Sterne einfach überwacht und schaut, wie verändern sich die Helligkeiten. Ich habe ja mal eine Gegenüberstellung gemacht. Das waren so die Fernrohre, wie sie 1673 existiert haben. Und jetzt eben die neuesten Errungenschaften, technischer Fortschritt, sind Fernrohre im All, die eben solche feinen Messungen machen können, um Planeten vor Sternen zu entdecken. Also das ist schon ein gigantischer Fortschritt. Und diese Kepler-Sonde hat also ein Sternenfeld beobachtet. Das sind hier die Beobachtungsmodule sozusagen, hat hier ein Kepler-Feld beobachtet, das ungefähr 190.000 Sterne umfasst. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch das sogenannte Sommerdreieck. In der Gegend wurde das gemacht. Kepler wurde 2009 gestartet und hat dann bis 2018, also circa 9 Jahre, gearbeitet und hat dann 2660 Planeten entdeckt, also relativ viel. Hier hat man mal die ersten Ergebnisse. Und zwar steht hier Kepler 4, 5, 6, 7, 8. Das ist einfach die Nummerierung. Der erste Planet, den man entdeckt hat, das nennt man einfach dann Kepler 1. Der zweite ist Kepler 2, also die Sonne, wo ein Planet rumläuft. Und das ist halt hier Kepler 4. Und B heißt immer, das ist der erste Planet, der innerste Planet. Es gibt dann C wäre der nächste Planet, D der übernächste, F und so weiter. Das werden wir nachher nochmal schön sehen. Und zwar sieht man hier, dass die Planeten, die relativ klein sind, die machen auch kaum einen Unterschied, während größere machen einfach einen größeren Unterschied. Und insgesamt muss der Durchlauf 3-mal passieren und zwar immer zur gleichen Zeit. Also das heißt, das muss 3-mal wiederholt werden, sodass ein Planet wirklich als Planet akzeptiert wird. Und der Grund ist, die Sonnen wie unsere haben so Sonnenflecken. Und wenn natürlich so ein Sonnenfleck durchwandert, der ist jetzt zum Beispiel bedeutend größer als zum Beispiel der Planet Merkur, dann macht er natürlich auch eine Verdunklung. Und das führt natürlich dazu, dass man sozusagen Fehlsignale hat und man muss diese Sonnenflecken unterscheiden können von den Helligkeitsschwankungen, die ein Planet ergibt. Und dann ist die Sonne selber kann ja auch noch Lichtschwankungen haben. Also der Planet muss wirklich 3-mal durchlaufen und damit muss natürlich die Umlaufzeit präzise und gleich immer sein, sodass das Ganze als Planet akzeptiert wird. Jetzt hat man hier am Ende der Laufzeit sozusagen, 2017 ist es, hat man hier so eine Zusammenstellung gemacht. Also sind wahrscheinlich über 2600 oder über 2000 Planeten einfach mal zusammengestellt worden. Und hier hat man die Größe relativ zur Erde, also Erde wäre 1. Dann hat man hier das Vierfache, das Zehnfache. Zehnfache ist der Jupiter, Vierfache wäre Neptun. Und dann gibt es ja noch diese, die noch größer sind. Und hier hat man den Umlauf in Tagen. Also es gibt tatsächlich Planeten, die riesenhaft sind, das 40-fache von der Erde haben, also 4-mal so groß wie der Jupiter. Das sind also Riesengiganten, die laufen tatsächlich innerhalb von 1 oder 2 Tagen um ihre Sonne. Die gibt es zwar nicht so häufig, aber die gibt es. Das sind die heißen Jupiter. Und da gibt es natürlich auch solche wie unser Jupiter, die sind weit genug entfernt. Das sind dann die kalten Gasgiganten. Dann haben wir hier unten die Gesteinsplaneten gefunden. Und zwar die in der Nähe ihrer, also die mit der geringen Umlaufzeit sind natürlich auch sehr, sehr nah an ihrem Stern. Das sind die Lavawelten natürlich, weil sie eine sehr, sehr heiße Oberfläche haben. Und dann haben wir hier die Gesteinsplaneten. Und zwischendrin hat man so diese
diese Ozeanwelten und Eisgiganten gefunden, die haben so das Vierfache von unserem Erddurchmesser. Und man sieht auch, die Grenze der Beobachtung ist bei 1200 Tagen. Das entspricht ungefähr, Kepler war ja 9 Jahre im Betrieb. Das heißt, bei der dreimaligen Bestätigung des Planetendurchlaufes könnte man ja eigentlich nur ungefähr 3 Jahre, eine Umlaufzeit von 3 Jahren, also ungefähr 1000 oder 1200 Tage ja feststellen. Und genau das ist auch hier der Fall. Die ganzen weißen Punkte sind diese Kepler-Planeten, und die gehen also nur bis ungefähr 1200 Tage. Also es gibt, das heißt, die anderen sieht man einfach nicht, weil man es einfach nicht feststellen kann mit der Methode. Dann haben wir hier noch eine Auflistung, die Anzahl der Planeten pro 100 Sterne hochgerechnet, und hier nochmal die Größe relativ zur Erde. Und man sieht, dass es im Bereich von 1,5-fachen oder ja, Erddurchmesser selber und 1,5-fachen Erddurchmesser relativ viele Planeten gibt. Dann ist auch nochmal so ein Maximum zwischen 2 und 3, also das sind so diese, das nennt man hier Supererden, und das sind Superneptune. Und dann die ganz großen Planeten, das haben wir ja vorher schon gesehen, die gibt es zwar, aber die sind doch relativ selten. Jetzt habe ich noch eine Zusammenstellung, die nennt sich ja. Super, ja, genau. Die nennt sich Array, Kepler Array. Also Orary ist faktisch ein Planetensystem. Ein Earl von Orary hat ja vor einiger Zeit, also vor einigen hundert Jahren, so ein mechanisches Planetensystem einfach mal gebaut, um zu zeigen, wie diese Planeten um die Sonne kreisen. Und das ist das Kepler-Orary. Und zwar hat man da die bekannten Systeme der Zeit einfach hier mal aufgelistet, und zwar nach der Größe. Hier ist unser eigenes Sonnensystem, das betrachtet nur die ersten 4 Planeten. Man sieht auch von der Zeit her, dass hier die Erde hier vielleicht ein Viertel ihrer Umlaufzeit macht, also ein Vierteljahr. Und dann hat man hier die anderen Systeme aufgebaut mit ihren Planeten. Die Sonnen selber sieht man nie, man sieht immer nur die Planeten. Und je näher sie an ihrer Sonne sind, desto schneller laufen sie um. Man sieht hier zum Beispiel große Planeten, die in der Nähe der Sonne umlaufen, und weiter außen einen kleinen. Man sieht hier ganz schnell umlaufende Planeten. Man sieht hier auch zum Beispiel hier einen großen Planeten, der um die Sonne rumläuft. Man sieht also sehr viele Systeme, die nur einen Planeten haben. Und je kleiner natürlich diese Systeme sind, desto schneller laufen sie auch um. Man bekommt da mal ein bisschen einen Eindruck, wie viele verschiedene Typen von Planetensystemen es gibt. Es gibt eigentlich nicht das Typische. Man hat hier zum Beispiel ein System mit 4, 5 Planeten. Unseres hat ja bis zu 8 Planeten. Aber es ist ja auch so, dass die anderen Planetensysteme ja nicht entdeckt werden können, einfach aufgrund der Messmethode, weil man einfach nicht so lange warten kann. Man kann nicht 10 Jahre warten, wie der Jupiter zum Beispiel um die Sonne läuft. Darum hat man hier immer nur eine begrenzte Auswahl. Jetzt hier nochmal eine Auflistung, und zwar habe ich das aktualisiert am 25.02. aus einer Webseite, die eben die Planetensysteme und die Anzahl der Planeten auflistet. Wir haben damals 4487 gehabt und 3410 Planetensysteme. Planeten mit Umlaufbahnen, die vollständig in der bewohnbaren Zone liegen, waren es 147. Noch eine weitere Zusammenfassung. Jeder zweite Stern
den wir am Abendhimmel sehen, hat, soweit wir wissen, einen Planeten, also jeder zweite. Das ist schon mal ganz, ganz interessant. Also ich hätte es nie vermutet. Und jeder fünfte Stern hat potenziell einen Planeten in der habitablen Zone, der ähnlich sein könnte wie die Erde. Die Quelle ist Lisa Kaltenegger. Lisa Kaltenegger ist eine österreichische Astronomin, die in den USA Planetenforschung betreibt. Und die hat das so formuliert bei SWR 2 Wissen. Also das sind schon erstaunliche Aussagen. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Orte des Lebens. Wo ist denn überhaupt Leben zu finden? Erstmal die Merkmale des Lebendigen mal kurz zusammengefasst. Ein Merkmal ist die Reproduktion, dass sich das Leben eben vermehrt, die Zellen vermehren sich, Tiere, Menschen vermehren sich, die Evolution, dass sich das Leben auch zu komplexeren Systemen entwickeln kann und auch anpassen kann an veränderte Umweltbedingungen, die Sensibilität, also Reaktion auf Reize. Stoffwechsel ist natürlich wichtig. Organisation, jedes komplexe Lebewesen ist ja irgendwie organisiert und ist ja auch komplex selber, Komplexität. Wenn man das so sieht, ein Virus, von dem wir zurzeit traktiert werden, der würde eigentlich nicht in diese, wäre kein Lebendiges nach diesen Merkmalen, weil die Komplexität ist nicht unbedingt gegeben, Stoffwechsel hat er auch nicht. Und auf Reize reagiert er ja auch nicht, der Virus. Der Virus kann sich ja nur vermehren, weil er eben in Zellen, die eben genau diese Merkmale des Lebendigen haben und Stoffwechsel haben, weil er sich da vermehrt. Aber selber ist er sehr inaktiv. Also ja, das sieht man natürlich auch, wo ist die Grenze des Lebens überhaupt zu ziehen. Jetzt hier nochmal, was sind die Merkmale, wo könnte Leben entstehen? Könnte man eben die vier Elemente als Symbol nehmen, Feuer, Wasser, Erde und Luft. Also Wasser wäre Leben, braucht zumindest das bei uns bekannte Leben, braucht Flüssigkeiten, dass chemische Reaktionen überhaupt ablaufen können. Bei uns ist es Wasser. Dann Energie, das wäre Feuer, also die Sonnenenergie. Bei uns im Prinzip das Leben basiert dann nur auf Sonnenenergie. Thermische oder chemische Energie, es gibt ja Tiefseen. In der Tiefsee gibt es ja durchaus Bakterienkolonien, die mit chemischer Energie laufen. Dann die Erde. Ich brauche ja was Festes, zum Beispiel einen Planeten, der eine feste Oberfläche hat. Ich bräuchte dann, das könnte ein Planet wie unserer sein oder ein Mond auch sein, wie wir sehen. Und Kohlenstoff, unser Leben basiert auf Kohlenstoff. Kohlenstoff wäre also auch irgendwie notwendig fürs Leben, zumindest aus unserer Sicht. Und dann noch eine Gashülle. Wir haben ja Luft als Schutzhülle sozusagen. Oder zum Beispiel, was wir sehen werden, auch Eis. Eis könnte auch eine interessante Schutzhülle sein. Jetzt nochmal ein kurzer Abriss, wie überhaupt unser Planetensystem entstanden ist. Relativ schnell. Wir haben eine Urwolke. Diese Urwolke, die komprimiert sich in der Mitte und da wird es dann immer heißer und heißer. Ihr könnt euch vielleicht, ihr wisst ja, wie das ausschaut, wenn Wasser aus der Badewanne durch den Abfluss fließt. Da verdichtet sich das Wasser oder der Wassersturm geht da in den Abfluss rein und das Ganze fängt sich dann an zu drehen. Das Ganze. Und so passiert es dann auch, wenn sich hier die Wolken verdichten, dann fängt auch die ganze Wolke zu rotieren an. Und hier im Inneren wird es immer heißer und heißer und dann beginnt die Kernfusion. Die Sonne beginnt zu leuchten und die Planeten entstehen. Und zwar entstehen die aus dem Staub selber. Man kann sich das so vorstellen wie der Staub unterm Sofa. Und zwar, wenn man da länger auch nicht Staub saugt, dann bilden sich so Flusen, die werden auch immer größer, so elektrostatische Anziehung. Und letztlich sind solche Flusen auch der Beginn der Planeten, die werden dann immer größer und größer. Und wenn das dann mal eine Größe hat von vielleicht 1-2 Kilometern,
diese Gestein, das sich dann bildet, dann hat es auch eine Eigengravitation und zieht immer mehr und mehr und mehr Staub an. Und die Planeten wachsen immer größer und größer. Und dann irgendwann hat er mal vielleicht die Erdgröße, wird aber weiterhin bombardiert, weil viele Kometen, Meteorite noch rumfliegen und ist glühend heiß. Leben hat sich vielleicht bei den schwarzen Rauchern entwickelt. Man weiß es nicht so genau, wie das genau entstanden ist. Und was jetzt interessant ist, wir schauen uns das Ganze mal in einer Art Erdzeituhr an. Einfach mal, um einen Eindruck zu bekommen, wie groß die Zeiten sind. Also als Mensch hat man ja immer ganz andere Vorstellungen. Man sieht sich ja immer als Mittelpunkt der Welt und auch unsere Zeit als Mittelpunkt unserer Zeit. Aber wenn man das Ganze mal anschaut, man nimmt die 4,5 Milliarden Jahre und sagt, das wären die 4,5 Milliarden Jahre bis heute, das wäre genau ein Tag. Und schaut mal, wo der Mensch dann überhaupt erschienen ist. Also bis 2 Uhr ist die Erde als Feuerball. Das haben wir ja vorhin gesehen. Die Erde wird ja immer noch von Asteroiden, Kometen und so weiter bombardiert und das erzeugt Hitze. Und die Erde ist ein Feuerball und ab 3 Uhr ist das Ende des Bombardements. Es wird also immer weniger und weniger. Das wären dann 3,9 Milliarden Jahre. Und erst 5.20 Uhr, also 2 Stunden später, gab es die einfachen Lebensformen. Aber mittlerweile hat man auch festgestellt, es könnte vielleicht schon um 3.40 Uhr, also faktisch eine Stunde später, schon Einzeller gegeben haben. Das würde ja bedeuten, dass schon 100.000 Jahre später Leben entstanden wäre, also relativ schnell. Also am Anfang, nachdem die Erde mal sozusagen abgekühlt ist und das Wasser flüssig war und das Wasser sich abgeregnet hat und die Meere entstanden sind, ist das Leben wohl relativ schnell entstanden. Aber das waren nur einfache Lebensformen, also eher Einzeller, so Blaualgen waren das. Und diese Lebensformen, die haben auch mit Sonnenenergie, haben die ihre Energiequelle gehabt, die haben sich ewig, da hat sich ewig nichts getan, außer eben, dass Sauerstoff jetzt durch diese Einzeller entstanden ist und sich angereichert hat in der Atmosphäre. Am Anfang war Sauerstoff Gift und langsam wurde Sauerstoff auch zum Energieträger, sodass erst um 20.50 Uhr, also das eine ist am frühen Morgen passiert und das andere eher schon sozusagen nach dem Abendessen, um 20.50 Uhr sind die ersten Pflanzen und Tiere im Wasser entstanden, also die ersten Mehrzeller. Und das ist schon eine gigantische Lücke, wo sich nichts getan hat. Und erst eine Stunde später, also vor 400 Millionen Jahren, sind die Pflanzen und Tiere an Land gekommen und haben das Land besiedelt. Und dann eine Sekunde in dem Modell, das sind 52.000 Jahre, und erst 3 Sekunden vor Mitternacht ist der Mensch, also vor 150.000 Jahren, ist der Mensch auf der Bühne erschienen. Und das technische Zeitalter wäre eigentlich eine Hundertstelsekunde, also vor 500 Jahren, sagen wir mal so, hat das technische Zeitalter begonnen. Das wäre eine Hundertstelsekunde und unser eigenes Leben wäre in dem Modell ja eigentlich nur 2.000stel Sekunden, also 100 Jahre. Also es ist relativ, relativ kurz, wenn man diese Zeiträume sich anschaut. Es gab während der Zeit, nachdem sich die Mehrzeller entwickelt haben, also das Leben, so wie wir es kennen, mit Pflanzen und Tieren, gab es auch so Katastrophen. Stopp. Und zwar 21.40 Uhr, 22.05 Uhr, 22.55 Uhr, 23.40 Uhr gab es eben so Einbrüche, wo 95% der Spezies von Pflanzen und Tieren vernichtet worden sind. Das letzte waren ein größerer Meteorit oder Meteor von 10 bis 20 Kilometern Durchmesser, der eingeschlagen ist und der hat die Saurier vernichtet und letztlich den Weg freigemacht für die Säugetiere. Das war vor 60 Millionen Jahren. Und dann gab es noch andere größere Asteroidenvorkommnisse. Die haben dann auch teilweise einen Treibhauseffekt erzeugt, CO2, und dann die Erde ziemlich erwärmt. Dann gab es eben noch Vulkanismus in erhöhtem Maße. Das hat auch dazu geführt, dass es solche Katastrophen gab.
Und dann wären wir beinahe mal ausgerottet worden, und zwar so 1,5 Sekunden vor der heutigen Zeit ist er auf Sumatra, so ein Toba, ist der Supervulkan Toba auf Sumatra ausgebrochen und hat die Homo sapiens Population auf weniger als 10.000 Menschen reduziert. Das Ereignis ist wohl genetisch irgendwie nachvollziehbar, wird aber intensiv diskutiert, ob das wirklich so war. Ja, nochmal zum Massensterben. Kurz, wir haben ja vielleicht das sechste Massensterben momentan initiiert, der Mensch selber, aber das dürfte schon bekannt sein. Wir sind hier und haben hier die Entscheidung, ob wir das Ganze noch gut zum Laufen bringen oder eben, ob das Ganze sich wieder zum Massensterben ausweitet. Ja, da sind wir jetzt momentan am Kämpfen. Wo gibt es noch Leben? Der nächste Planet, der in Frage käme, ist ja der Mars. Der Mars hat einen schönen Südpol, der so weiß ausschaut. Und unter dem Südpol, der oberflächlich Kohlendioxideis ist, kennt vielleicht der eine oder andere, wenn er schon mal Fisch irgendwie bestellt hat, dann kommt so eine Box, eine Styroporbox, und da ist so Trockeneis drauf. Also das ist so ein Eis, das wird nie flüssig, sondern verdampft zu CO2. Das ist so CO2-Eis. Vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gesehen. Und genau dieses CO2-Eis, das kondensiert sozusagen, wenn es kalt ist, kondensiert das CO2 aus der Atmosphäre zu dem Eis. Aber unterhalb gibt es eine größere Menge von Wasser, auch in Eisform, wurde da festgestellt. Auch das wird wieder diskutiert. Wenn man jetzt die Literatur ein bisschen anschaut, wurde es auch wieder in Zweifel gezogen, ob das wirklich die große Menge von Eis wäre, die da zu finden wäre. Aber es ist wohl nachgewiesen, dass es auf dem Mars Eis gibt oder irgendwann mal in der Frühzeit auch flüssiges Wasser gegeben hat, wo die Atmosphäre noch dichter war. Und der Mars liegt ja auch in der habitablen Zone, sodass sich da schon mal einzelliches Leben entwickelt haben könnte und vielleicht noch auch irgendwo verborgen ist. Und genau das, nach dem suchen die Sonden, die jetzt auf dem Mars gelandet sind. Der nächste interessante Ort ist der Jupiter. Und zwar hat er vier große Monde. Die sieht man auch im Fernrohr. Also wenn man den Jupiter anschaut, sieht man hier vier so kleine Sternchen daneben. Und wenn man am nächsten Tag anschaut, den Jupiter wieder anschaut, dann haben sich die Sternchen irgendwie bewegt. Dann ist der noch da oben und dann sieht man einfach, dass die Konstellation sich verändert hat. Das kann man schön im Fernrohr nachschauen. Der erste Mond, große Mond, ist der Europa, ist der Io. Der steht ein bisschen weiter hinten. Der erste ist der Io, dann Europa, Ganymed und Callisto. Und wenn man sich den Mond Io anschaut, das haben die Sonden fotografiert, dann hat man damals mit Erstaunen festgestellt, da gibt es ja Vulkanismus. Und der Jupiter ist ja äußerst weit entfernt von der Sonne und eigentlich müssten da ja Temperaturen so zwischen minus 150 und 200 Grad existieren. Aber da gibt es Vulkanismus, wo kommt das her? Und zwar dieser Mond, der umkreist seinen Planeten in mehr oder weniger elliptischer Form. Und wenn er näher am Planeten ist, wird er zusammengequetscht. Und wenn er ein bisschen weiter weg ist, am anderen Ende der Umlaufbahn sozusagen, dann wird diese Quetschung wieder rückgängig gemacht. Und das ist so eine Art Tidenhub auf dem Mond sozusagen. Und der macht immerhin 300 Meter aus. Also der Mond selber hat einen Durchmesser von 3600 Kilometern, also ungefähr so groß wie unser Mond. Aber das macht 300 Meter Tidenhub aus. Unser Mond beispielsweise macht so einen Tidenhub auf die Erde, also eine Verformung von vielleicht 30 Zentimetern aus. Aber das ist schon relativ viel. Und dadurch wird innere Wärme erzeugt. Sogar wenn man einen Teig in der Hand hat und den richtig schön durchwalkt, wird er auch leicht warm. Und dieses Durchwalken erzeugt eine innere Energie, die faktisch Gravitationsenergie in dieser Form ist. Und das führt dazu, dass es eben unterhalb der Oberfläche flüssige Gesteinsbereiche gibt und dann auch diese Vulkane, die man hier sieht. Und der nächste ist dann Europa. Das ist ein Eisplanet. Aber dieser Eisplanet hat keine Krater. Das heißt, wenn man unseren Mond anschaut, dann sieht man ja viele, viele Einschläge, viele, viele Krater. Einfach wenn da mal ein Asteroid oder was Größeres drauf fällt, dann sieht man den Krater ewig. Aber hier sieht man keine
dann ist die Idee, naja, man hat hier vielleicht eine Eisfläche, die aktiv ist, die auf Wasser schwimmt und dann sozusagen die Krater, diese Einschläge dann wieder ja, zunichte macht oder eben verändert, so dass das Eis immer frisch wieder erzeugt wird oder ja, umläuft sozusagen und dann und die ganzen Einschläge nicht mehr sichtbar sind. Und die Idee ist, dass man genau den gleichen Effekt hat wie beim ersten Planeten Io, dass man eine innere, also eine innere Wärme erzeugt wird, eben durch diese Umlaufbahn um den Jupiter selber. Und außen hat man eine Eisfläche, die ist vielleicht 10 bis 15 Kilometer dick. Und unten hat man flüssiges Wasser, also ein Eis, ein Meer, das ja bis zu 90 bis 100 Kilometer tief wäre, eine Wassersäule. Und innen hat man dann einen Gesteinskern. Und in dem Ozean könnte theoretisch Leben erzeugt sein. Hat sich vielleicht Leben entwickelt. Und die Idee ist natürlich, irgendwann da mal eine Sonde hinzuschicken, die dann auf dem Eis landet, sich durchbohrt und dann unten vielleicht nach dem Leben sucht und dann, wenn es gefunden hat, dass dann ja, die Information zur Erde zurücksendet. Das nennt sich dann Kryobot, nennt sich dieses Ganze. Also es ist durchaus möglich, an Stellen Leben zu finden, wo man es nie vermutet hätte, nämlich in Jupitermonden. Und das Gleiche gilt auch für Saturn. Saturn hat einen Mond, Enceladus. Also hier sieht man nochmal den Saturn und einer der Monde ist eben dieser Enceladus. Und der hat eben diese Kryo-Vulkane. Das heißt, man hat also auch wieder aufgrund eines ähnlichen Effektes innerhalb des Planeten flüssiges Wasser. Und das Wasser tritt aus als Wasserdampf, Wasserteilchen, dampfartige Teilchen tritt es im Weltraum aus. Und da ist die Sonde Cassini, das ist eine Saturn-Sonde gewesen, 2008 mit 25 Kilometer Abstand ist vorbeigeflogen, hat hier Messungen gemacht und hat eben Methan und andere organische Materialien nachgewiesen, sodass man sich schon vorstellen könnte, dass da unten sich Leben gebildet hat. Und es wäre natürlich schon interessant, wieder mal so eine Sonde hinzuschicken, die dann genauere Messungen macht. Also da ist die Chance groß, dass man irgendwann mal tatsächlich auch Leben nachweisen kann aus diesem Mond, also einzelliges Leben. Jetzt habe ich hier nochmal einen Blick zurück auf die Erde, und zwar diese Sonde Voyager, die wir vorhin gesehen haben, die hat in einem Abstand von ungefähr 5 Lichtstunden, also an der Pluto-Bahn draußen, also am Ende des Sonnensystems, hat sie die Erde ins Visier genommen. Und das ist dieses kleine Fleckchen, ist es. Pale Blue Dot nennt sich das, also fahles blaues Fleckchen. Das ist unsere Erde. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man überhaupt feststellen, dass auf so einem weit entfernten Planeten aus der Entfernung, dass da Leben überhaupt existiert. Da haben wir ja kaum eine Möglichkeit, irgendwie hinzukommen. Und der Trick ist dabei, dass das Licht, das von den fernen Planeten kommt, auch von Exoplaneten, dass das die Information trägt, ob da Leben existiert oder nicht. Jetzt kommen wir in die Spektroskopie, jetzt wird es vielleicht ein bisschen komplizierter. Ich habe hier mal aus Wikipedia habe ich mal so ein schönes Bild. Und zwar ist das hier im Deutschen Museum so ein Kasten von Fraunhofer. Und der Fraunhofer, das sind die Prismen. Wenn man zum Prisma hernimmt, kann man ja schön das Sonnenlicht aufteilen. Das kann man selber auch probieren. Ich habe das als Kind ganz gern gemacht. Ich habe so ein kleines Prisma gehabt. Dann kriegt man so einen schönen Farbstreifen zwischen Rot und Blau. Und der Fraunhofer hat eben festgestellt, dass da so Streifen drinnen sind. Das sieht man hier. Das sind hier, ich habe hier eine Folie gemacht, das nennt sich Biosignaturen, Lebenszeichen von Exoplaneten. Und da sieht man unter anderem hier diesen Lichtstreifen von Rot nach Blau. Und das Licht der Sonne wird in sogenanntes Spektroskop geleitet, also faktisch durch so eine Art Prisma geleitet, wird in den Farben aufgespalten. Und diese dunklen
Diese dunklen Linien können verschiedenen chemischen Elementen zugeordnet werden. Zum Beispiel hier haben wir Natrium, E ist Eisen, dann C und F ist Wasserstoff beispielsweise. Also man kann da genau sehen, welche Elemente, chemische Elemente in der Photosphäre, ist also die unterste Schicht der Sonnenatmosphäre, vorliegen. Und A und B ist zum Beispiel Sauerstoff, kann man Sauerstoff zuordnen. Das kommt durch unsere eigene Atmosphäre, durch unseren Sauerstoff in unserer Atmosphäre. Das bildet also auch diese Linien ab. Das heißt, mit dieser Art und Weise kann man durchaus sehen, welche Elemente es auf anderen Sternen gibt und auch welche Elemente es auf anderen Planeten, in anderen Planetenatmosphären geben kann. Das heißt, das Licht der Sterne kann in ein Spektroskop geleitet werden. Das hat man schon immer gemacht. Und so ist natürlich auch möglich, die Zusammensetzung der Planetenatmosphären zu bestimmen, theoretisch zumindest. Das ist ein messtechnisches Problem. Beispiele: Wenn der Planet seitlich vom Stern steht, wird ja das Licht reflektiert und es kann untersucht werden. Da kann ich zum Beispiel feststellen, ob ich Sauerstoff, also diese Linien, finde oder auch Methan finde, also das ist unser Erdgas. Und das könnte auf Existenz von Leben hindeuten, weil diese Stoffe miteinander reagieren und sich eigentlich eliminieren. Also so stabil miteinander können die eigentlich nur zusammen in der Atmosphäre zusammen vorkommen, wenn biologische Prozesse gibt, in unserer Art und Weise, wie wir eben unser Leben kennen. Man kann auch natürlich noch besser des Spektrums oder die Atmosphäre untersuchen, wenn der Planet direkt vorm Stern steht. Das Sternenlicht durchleuchtet dann seine Atmosphäre und damit können auch organische Moleküle nachgewiesen werden oder auch Wasser, was man bei einigen Exoplaneten gefunden hat. Beziehungsweise ich kann sogar die organische Proteine nachweisen oder könnte, wenn sie in einer relativ hohen Anzahl auf dem Planeten oder in der Planetenatmosphäre vorkommen, und zwar mit sogenanntem polarisierten Licht. Das ist vielleicht bei den Fotografen unter euch, kennen ja die Polarisationsfilter. Das ist ein Licht, das eben in einer bestimmten Schwingungsebene schwingt und diese organischen Moleküle verdrehen dieses Licht. Also es ist ein Signal dafür, dass eben komplexere organische Moleküle in so Atmosphären oder auf Planeten dann vorliegen können. Chlorophyll beispielsweise. Also wir könnten mit dem Trick von Weitem zum Beispiel sehen, dass auf der Erde, dass es da eben Chlorophyll geben könnte oder eben so komplexe organische Moleküle. Das ist wieder ein Hinweis auf Leben. Aber das Problem und die Herausforderung ist, dass das Licht des Sterns 100.000-fach stärker ist als der des Planeten. Also das eine ist ja nur reflektiertes Licht und da, ja, das sieht man ja eigentlich kaum. Der Stern überstrahlt alles. Aber die neuesten Teleskope machen es erstmal möglich, Spuren von Leben nachzuweisen. Und da zeige ich jetzt mal zwei Technologien oder zwei Möglichkeiten. Das eine ist das Extremely Large Telescope. Das findet sich auch, wir hatten ja vorhin diese schöne Milchstraßenaufnahme mit dem EMO am Himmel und unserer Milchstraße. Da in der Nähe von diesem Paranal wird 20 Kilometer entfernt, auch auf einer Hochebene, wird dieses Riesenteleskop gebaut mit 40 Metern Spiegeldurchmesser, mit 800 sechseckigen Spiegelelementen und es wird 2027 in Betrieb genommen. Und mit dem Teleskop denkt man, dass man genau solche Messungen, wie gerade gesagt, dass man die durchführen könnte. Das ist auch wieder von der Europäischen Südsternwarte. Die andere Möglichkeit ist dieses sogenannte James Webb Space Teleskop. Jeder kennt das Hubble-Teleskop, denke ich mal. Das Hubble-Teleskop funktioniert immer noch. Aber die nächste Generation ist dieses James Webb Space Teleskop, das ja vor einer Zeit gestartet ist und jetzt am entsprechenden Ort des Himmels ja wohl angekommen ist. Und den sehr filigranen Spiegel von 6 Metern Durchmesser, der ist sogar, hat sich richtig aufgefalten, sodass dieses Teleskop jetzt aktiv ist, es funktioniert. Das ist
Es ist eine echte technische Herausforderung gewesen, das Teleskop zu bauen und dass es am Ende funktioniert, aber es hat geklappt. Und mit dem Teleskop kann man jetzt in naher Zukunft solche Untersuchungen gemacht werden. Und es gibt ein ganz konkretes Forschungsprogramm für dieses Teleskop, nämlich das sogenannte TRAPPIST-1-System zu beobachten und zu schauen, ob es da vielleicht solche Lebensspuren, wie wir gerade gesehen haben, ob es sowas geben könnte. Und das TRAPPIST-1, das ist so ein Zwergstern, rötlicher Zwergstern, der ist also wesentlich kleiner als die Sonne, hat natürlich auch wesentlich weniger Energie, die freigesetzt wird, ist 40 Lichtjahre von der Erde entfernt, aber der hat 7 Planeten, da haben wir B, C, D, E, F, G einfach systematisch durchnummeriert und die 7 Planeten, die sind durchaus so groß wie die Erde, aber die Gesamtumlaufbahn ist natürlich, da der Stern relativ wenig Energie absorbiert, ausstrahlt, ist diese, und relativ klein ist in der Masse, ist dieses ganze System ganz, ganz klein, also weit innerhalb der Merkurbahn, beziehungsweise ein bisschen größer als Jupiter und die Monde, die wir vorher gesehen haben. Ich habe es jetzt hier mal aufgelistet. Erstmal sieht man hier die Größenvergleiche, dass die durchaus so groß sind wie Erde und Venus und dass die Umlaufzeiten sind natürlich relativ klein, 1,5 Tage, 2 Tage, 4 Tage bis 18 Tage. Aber jetzt schauen wir uns die ganzen Planeten mal so im Detail an, habitable Zone und so weiter. Hier ist er zu nah, also der B ist zu nah am Stern. 127 Grad Celsius ist zu heiß für Wasser. Auf der nächste C, der ist schon in der Nähe der habitablen Zone, da könnte schon flüssiges Wasser auf der sonnenabgewandten Seite vorkommen. D liegt sonnenseitig nahe an der Grenze der Zone. An der sonnenabgewandten Seite könnte möglicherweise Leben auch existieren. Die Größen sind ja auch irgendwie vergleichbar. Hier der Radius ist vergleichbar zur Erde, die Masse ist irgendwie auch vergleichbar zur Erde, zumindest beim E. Die Dichte ist vergleichbar zur Erde und auch die Gravitation ist vergleichbar zur Erde. Und der liegt beispielsweise, der E, liegt vollständig in der habitablen Zone. Und da ist es natürlich interessant, genau solche Messungen mit dem James-Webb-Teleskop durchzuführen, um zu sehen, findet man solche Biosignaturen, findet man solche Signale, gibt es hier organische Moleküle, kann man die nachweisen? Und das ist natürlich ein hochinteressantes Projekt und das kann auch relativ schnell angegangen werden, weil eben das James-Webb-Teleskop im Orbit jetzt auch funktioniert. Dann haben wir den F, der liegt am äußeren Rand der habitablen Zone, vielleicht ist eine Ozeanwelt, an der abgewandten Seite mit Eiskruste. Hier hat man auch, könnte vielleicht auch lebensfreundliche Temperaturen herrschen bei der richtigen Atmosphäre. Und hier wäre es zu kalt für flüssiges Wasser. Also das ist ein System, das man kennt, das nicht durch Kepler, sondern durch eine normale Beobachtung durch ein astronomisches Observatorium gefunden worden ist. Aber hier hat man ein System, wo man tatsächlich schon anfangen kann, nach Lebensspuren zu suchen und vielleicht findet man auch was. Jetzt kurz, ganz kurz, der Versuch mit extraterrestrischen Intelligenzen Kontakt aufzunehmen, mit großen Radioteleskopen. Es gibt nur ein Ereignis während der ganzen Zeit, nämlich am 15. August 1977. Da wurde ein Signal empfangen, das kam also ja, aus einer Richtung, wo eigentlich nichts so zu finden wäre, dass man sagt, ja, da ist was, was wirklich Radiosignale aussendet, sondern das kommt aus einer Richtung, wo man auch sagen könnte, das könnte künstlich erzeugt sein. Das war 72 Sekunden lang und hat halt eine gewisse Struktur gehabt. Und da behaupten die einen, ja, das könnte künstlich erzeugt worden sein. Die anderen sagen, ja, es könnte auch natürlich sein. Aber das ist das einzige Signal, dass man das so auffällig war. Sonst hat man eigentlich in der ganzen Forschung, in der ganzen Suche nach Radiosignalen von fremden Intelligenzen eigentlich nichts gefunden. Und man stellt sich ja eigentlich mehr die Frage, wieso hat man nichts gefunden? Ja, das ist vielleicht auch bekannt, Arecibo.
dieses Riesenradioteleskop mit 300 Meter Durchmesser, da ist jetzt diese Aufhängung, ist vor kurzem runtergefallen. Vielleicht kennt jemand den James-Bond-Film GoldenEye, das hat auch da gespielt. Also man kann zusammenfassen, man hat bis jetzt nichts gefunden, obwohl man sehr, sehr viele Radiofrequenzen abgehört hat, verschiedenste Bereiche des Himmels, aber man hat nichts gefunden. Jetzt noch eine Sache, wie könnte man eine Sonde zu fremden Planeten schicken? Es gibt die Idee, so Nanosonden zu bauen, die haben 100 Gramm Masse, haben aber ein Segel mit 110 Quadratmeter Fläche, also schon ziemlich groß, mit einatomiger Kohlenstofffolie. Und diese Sonde könnte man eben durch die Sonnenstrahlung selber oder auch mit großen Lasern auf 10% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen, sodass es zum nächsten Stern 40 Jahre bräuchte. Ist die Frage bloß, wie könnte man das dort wieder abbremsen, weil sonst fliegt es relativ schnell durch. Und ein lohnenswertes Objekt wäre in 4 Lichtjahren Entfernung oder 4,23 Lichtjahren Entfernung wäre diese Proxima Centauri, das ist ein Nachbarstern, der auch wieder kleiner ist als die Sonne. Und der hat auch einen Planeten im habitablen, also einen Planeten mit Erdmasse in der habitablen Zone. Und das wäre natürlich ein ganz, ganz interessantes Ziel für so eine Sonde. Ja, damit bin ich am Ende. Wir sind zurück auf der Erde. Wir haben also unser Planetensystem angeschaut, unseren Kosmos gesehen, wie groß der ist, die Wabenstruktur der Galaxien, fremde Welten, wie kann man überhaupt Planeten finden, welche Planeten gibt es, Eisplaneten, Ozeanwelten, heiße und kalte Jupiter, Orte des Lebens, die bekannten in unserem Sonnensystem ist die Erde, andere sind möglich auf den Monden des Jupiters, vielleicht auf dem Mars. Dann, wie kann man Leben überhaupt nachweisen, mit der spektroskopischen Analyse ist es durchaus möglich und dass die Technologie auch existiert, das auch bald zu machen. Und dann noch am Ende kurz zu sehen, wie man vielleicht auch eine Sonde zum Nachbarstern schicken kann. Damit bin ich am Ende. Ich hoffe, man hat mich jetzt besser verstanden und wir können jetzt darüber diskutieren, über das Thema. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, lieber Klaus, ich bin sehr froh, dass wir uns nicht haben unterkriegen lassen von den technischen Problemen, weil das hat jetzt von der Akustik sehr gut funktioniert. Ich habe jetzt ermöglicht, dass ich potenzielle Diskutanten das Mikrofon freischalten. Und es dürfen also gerne Fragen gestellt werden. Ich nütze vielleicht das Privileg, dass ich schon mal jetzt das Wort führen kann für die erste Frage. Die Tatsache, dass du gezeigt hast, dass auf der Erde, nachdem die Erde abgekühlt ist, ja innerhalb sehr kurzer Zeit, also kurz bedeutet hier natürlich, alles relativ, innerhalb relativ kurzer Zeit das Leben entstanden ist, dass die Wahrscheinlichkeit für Lebensentstehung unter den Konditionen, die damals auf der Erde herrschten, diese Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich sehr hoch. Und welche Aussage würde man denn, wenn dem so wäre, wenn man also von einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit für Lebensentstehung ausgeht, was könnte man denn berechnen? Wie viele belebte Planeten im gesamten Universum? Du hast ja am Anfang die riesige Ausdehnung des Universums gezeigt. Hast du vielleicht auch mal eine Zahl, wie hoch die Zahl von Planeten in einer habitablen Zone denn überhaupt angenommen werden darf im Universum. Und wenn man diese riesige Zahl dann multiplizieren würde mit der Wahrscheinlichkeit von Lebensentstehung, dann hätte man vielleicht eine Vorstellung davon, an wie vielen Orten im Universum Leben entstanden sein könnte. Ja, generell gehe ich auch mal davon aus, dass das Leben sich schnell entwickelt hat. Also das heißt, Leben
Es ist sogar relativ hochwahrscheinlich, dass sich auf dem Mars Leben entwickelt hat, zumindest in der Frühphase. Es ist natürlich interessant zu sehen, ob man da noch Reste findet oder irgendwelche organischen Moleküle. Oder vielleicht hat sich das Leben auch so angepasst am Mars, dass es überhaupt noch existiert. Es soll ja auch so fließendes, ja, so Wasser auf dem Mars geben oder so Streifen, die man entdeckt hat, die sich immer wandeln. Das wären dann eher, ja, Flüssigkeiten, die sehr salzhaltig sind, weil normalerweise das Oberflächenwasser würde ja auf dem Mars sofort verdunsten. Also vielleicht gibt es ja da noch Reste, und auf den Jupitermonden könnte man sich durchaus vorstellen, dass sich da auch Einzeller entwickelt haben. Was natürlich die vielzelligen Organismen angeht, da kann man möglicherweise nicht so eine Aussage machen. Bei uns wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass der Sauerstoff als Energieträger das eher möglich gemacht haben, dass sich vielzellige Organismen gebildet haben und die dann eine Evolution durchlaufen haben und dann eben zu höheren und letztlich auch zu intelligenten Wesen sich verändert haben. Aber wie da die Chancen sind, das kann wohl niemand so recht sagen. Da müssen wir auch mal sehen, wie sich Leben entwickelt hat und was die Grunddynamik ist, dass sich die Zellen zusammenschließen, unter welchen Bedingungen passiert das. Und da wir kennen nur auf unserem Planeten das Leben, und wir wissen jetzt auch gerade durch die Erfahrungen mit den heißen Jupitern, dass alles ganz anders ausschauen kann, als wir uns denken. Vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit sogar für Mehrzeller relativ hoch oder es ist relativ selten. Das kann niemand so recht sagen. Also wir stehen da ja erst am Anfang, weil die Menschen erst begonnen haben, das Weltall zu erforschen. Und verständlich, dass man zunächst im eigenen Planetensystem suchen wird, aber dass mit den Teleskopen die Möglichkeit, auch schon in andere Sternensysteme hineinzuschauen, ist ja faszinierend. Also das fand ich sehr interessant, dass diese Möglichkeit gegeben scheint. Ja. Gut, vielleicht fragen wir doch mal in die Runde, wer hat den Mut, eine Frage zu stellen? Im Chat jetzt habe ich dieses, wie war das mit dem U-Boot? Soll ein MIG durchdringen des dortigen Eisbergs in die dortige Wassermasse eintauchen? Ja, das ist so eine Idee halt, die man so findet, dass man sowas machen könnte. Ist ja eine interessante Idee, dass man eine Sonde hinbringt zum Jupitermond und die dann durchbohren lässt. Wie das technologisch aussehen soll, ist eine andere Frage, und so schnell wird es auch nicht möglich sein. Es ist ja so, dass diese ganzen Sonden, die Richtung Jupiter oder Saturn starten, die brauchen eine Ewigkeit, um überhaupt anzukommen, weil die nutzen im Prinzip das Gravitationsfeld der Planeten, unter anderem auch der Venus, um so weit zu beschleunigen, dass sie zum Jupiter kommen und fliegen. Die müssen zum Beispiel erstmal die Erde verlassen. Und die Geschwindigkeit, die sie haben, ist also nicht so hoch, dass sie direkt zum Jupiter hinfliegen können, sondern müssen ihre Beschleunigung dadurch erreichen, dass sie im Swing-by sozusagen an anderen Planeten, zum Beispiel der Venus oder je nachdem, wie man es halt berechnet, erstmal Fahrt aufnehmen, dann kommen sie vielleicht wieder mal zurück zur Erde, dann kommen sie vielleicht wieder zur Venus und dann erst haben sie genügend Energie, um vielleicht zum Jupiter zu kommen. Und wenn es zum Saturn kommt, dann vielleicht nochmal am Jupiter vorbei, um überhaupt zum Saturn zu gelangen. Also die fliegen da schon mal 10 Jahre. Es ist also gar nicht so einfach. Und dann könnte man natürlich darauf landen und musste halt genügend Energie auch irgendwie dabei haben, mit Atomreaktoren wahrscheinlich, um das überhaupt mal durchzuschmelzen. Und wenn man dann unten ist, muss man schauen, dass man die Information irgendwie wieder raufbringt. Man braucht also auf dem Eis so eine Zwischenstation, die eben die Radiosignale von unten vom U-Boot empfängt und dann weiter an die Erde sendet. Also das ist das Hightech, aber theoretisch ist es möglich und als Idee schon interessant. Na, Kali hat auch den Vortritt. Ach so, ja. Okay. Ja, ich bin immer noch am Überlegen, ja. Man sieht ja so viele Filme, wo der Mars schon besiedelt ist, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Ist denn die Technologie tatsächlich schon so weit, dass man das machen könnte? Also der Mars selber hat ja kaum eine Atmosphäre. Also man müsste vielleicht eine Technologie entwickeln. Man könnte das auf dem Mond auch machen. Also
die Bedingungen, denke ich mal, sind ziemlich ähnlich. Also fast luftleerer Raum. Am Mond ist es noch luftleerer. Die Temperaturunterschiede sind halt dann größer. Am Mond wäre es vielleicht, da hat man plus, auf der Sonnenseite plus 150 und auf der Schattenseite minus 150. Das wäre jetzt auf der Mars wäre das vielleicht ein bisschen weniger. Aber so eine Technologie ist eigentlich, muss man sagen, noch nicht entwickelt. Man könnte vielleicht zum Mars hinfliegen, hätte dann aber schon die ersten Probleme. Und zwar würde der Mensch oder die Besatzung würde ja im interplanetarischen Raum sozusagen für 3 Monate, um was zu sagen, hinzufliegen. Aber man weiß ja, dass die Sonne relativ viel, ja sagen wir mal, schnelle Elektronen, radioaktive Strahlung in Anführungszeichen aussendet, schnelle Partikel, und die erzeugen schlichtweg Krebs. Wir sind nur davon geschützt, weil die Erde ein Magnetfeld hat und letztlich uns vor diesen schnellen Partikeln, die von der Sonne kommen, schützt. Aber das ist nicht mehr der Fall, wenn man dann das Erdmagnetfeld verlassen hat. Das ist schon mal das erste Problem. Und auch auf dem Mars hat man natürlich diesen Schutz nicht mehr. Man müsste dann künstliche Magnetfelder entwickeln, um dann einen gewissen Schutz vor dieser Strahlung zu haben. Sonst würde man wahrscheinlich relativ schnell krank werden, an Krebs erkranken. Also es ist schon mal das erste Problem, das man hat. Den Mars zu besiedeln, erstmal über Roboter, ist wahrscheinlich der beste Weg. Und dann erst den Menschen nachzuschicken, wenn man auch die Technologien entwickelt hat, dann ihn auch vor der langen Raumfahrt zu schützen, in der Schwerelosigkeit etc. etc. Okay, wie lange würde denn so eine Fahrt bis zum Mars dauern überhaupt? Ich habe mal so gelesen, 3 Monate. Es ist immer die Frage, wo der Mars steht, natürlich. Okay. Aber man wird natürlich versuchen, die kürzeste Entfernung irgendwie zu berechnen. 3-4 Monate vielleicht, so in der Größenordnung habe ich mal gelesen. Okay. Aber was man machen kann, das sind zukünftige Technologien. Man könnte jetzt natürlich hergehen und FCKWs auf dem Mars freisetzen und eine Art Treibhauseffekt erzeugen. Und damit würde natürlich Wasser wieder flüssig werden und verdampfen. Und damit könnte man eine dichtere Atmosphäre erzeugen. Das nennt sich, sowas liest man manchmal unter Terraforming. Ob sowas realistisch ist, weiß ich nicht. Aber solche Ideen gibt es auch. Ja. Aber als Ersatz für unseren Planeten, den wir uns ruinieren momentan, ist es wohl nicht geeignet. Ja, mit minus 150 Grad würde ich auch nicht hinwollen. Ja. So wie es aussieht, sind ja die Planeten unseres Sonnensystems nicht für ein menschliches Leben geeignet. Also man könnte dort zwar leben, aber unter irgendwelchen Glocken oder was weiß ich, in künstlichen Räumen. Frage. Außerhalb unseres Sonnensystems gibt es durchaus die Möglichkeit, Planeten zu finden mit Atmosphäre, mit erdähnlichen Voraussetzungen, wo also auch ein denkbar menschliches Leben möglich wäre. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Gar nicht. Das Einzige ist, also wir haben noch das Trappist-System angeschaut. Ja. Also wenn es da Leben gäbe, das Funkgeräte, also intelligentes Leben, das Funkgeräte aufbauen könnte und entwickeln könnte, dann könnten wir uns vielleicht unterhalten. Wobei natürlich jede Unterhaltung etwas zeitverzögert abläuft. Also wenn man 40 Jahre braucht, bis das Signal da ist und die würden sofort antworten, dann käme das nach 80 Jahren wieder zurück. Aber wir kämen eigentlich nicht hin nach den jetzigen physikalischen Gesetzen. Ja. Weil die Lichtgeschwindigkeit ist die höchste Geschwindigkeit und die kann man nicht überschreiten. Ob es irgendwelche Wurmlochabkürzungen gibt wie in Science Fiction, da kann niemand was sagen. Bis jetzt gibt es das nicht. Keine Ahnung, ob es eine Technologie gibt, die da fortschrittlicher ist. Ich weiß es nicht, aber nach den heutigen Naturgesetzen muss man sagen, nein, es gibt keine Möglichkeiten. Eine andere These ist, es gibt die sogenannte SETA, habe ich ja vorhin gezeigt, Suche nach extraterrestrischen Artefakten. Das heißt, gab es vielleicht doch mal Raumschiffe, die bei uns irgendwie vorbeigeflogen sind oder sind abgestürzt oder haben irgendwelche Artefakte hinterlassen. Aber das kann man sich nur vorstellen bei einer Zivilisation, die Roboter aussendet, Roboter, die zum nächsten Planetensystem fliegen, sich dort vielleicht auch duplizieren durch die
durch die Masse, die sie halt vorfinden, durch die Elemente, die sie vorfinden und dann weiter ausschwärmen und so auf diese Art und Weise die Galaxis in Anführungszeichen besiedeln. Sowas ist natürlich denkbar innerhalb der physikalischen Gesetze. Und damit könnte man auch Artefakte finden. Aber ob das realistisch ist, ist eine ganz andere Frage. Ist auch eine Idee, die so diskutiert wird, die man manchmal hört. Das würde aber bedeuten, dass diese Ursachen, die also solche Raumschiffe irgendwann mal losgeschickt haben, wesentlich älter wären als wir. Denn man muss ja die Strecke berechnen. Wenn wir nur daran denken, du hast ja die Dimensionen geschildert. Und wenn man weiß, dass ein Lichtjahr ungefähr 9,5 Billionen Kilometer bedeutet, dann weiß man, wie lange man braucht, um innerhalb nur unserer Galaxie von einem entsprechenden Stern zum nächsten zu kommen, geschweige von Galaxie zu Galaxie. Und das ist also meines Erachtens mindestens mit unserem Verständnis so gut wie nicht möglich. So ist es. Nur so eine Sonde halt bis zum nächsten zum Nachbarstern. Aber da muss man natürlich auch 40 Jahre warten, bis man dort ist. Ja. Vielleicht kann man es ein bisschen schneller beschleunigen, da sind es vielleicht nur 20. Und da muss man es dort wieder abbremsen. Das ist die zweite Frage. Und dann hat man vielleicht Informationen. Aber das ist eher, aber das sieht man schon, das sind wirklich die Nachbarsterne. Es wird schon kaum mehr möglich sein, Trappist zu erreichen innerhalb einer Lebenszeit eines Menschen, denke ich mal. Also nach den jetzigen physikalischen Gesetzen, nein. Ja. Mindestens nicht nach unseren. Vielleicht gibt es ja, das ist die nächste Frage, in den Universen. Du hast vom Universum gesprochen, aber ich hörte auch schon den Begriff der Universen. Das würde bedeuten, dass außerhalb unseres im bisherigen Verständnis umgrenzten Universums weitere Universen existieren, in die wir gar nicht eindringen können. Nicht? Wir haben dieser Tage lesen können, dass ein Stern entdeckt wurde, der so alt ist, dass er 12,9 Milliarden Lichtjahre entfernt ist. 12,9 Milliarden Lichtjahre. Das ist unvorstellbar. Nicht? Und das Licht kommt jetzt erst an. Und dahinter müsste es dann noch wieder ein Universum geben. Ist das vorstellbar? Ja, das mit den Universen, die Grundidee oder die Grundfrage ist ja, wieso gibt es überhaupt Leben oder wieso ist auch die Materie in unserem Universum stabil? Und es gibt ja einige physikalische Konstanten, die in unserem Universum so abgestimmt sind, und zwar so fein abgestimmt sind, so Feinstrukturkonstanten und so weiter, die so fein abgestimmt sind, dass erstmal die Sterne lang genug leben, dass die Elemente so gebaut sind, dass Kohlenstoff zu langen Ketten, zu organischen Molekülen zusammenfinden kann. Diese ganzen physikalischen Voraussetzungen oder die Grundeinstellung unseres Universums ist so gewählt oder hat sich so entwickelt, dass Leben stabil möglich ist, also wie wir es jetzt haben. Und wenn man das Ganze schaut und wie wahrscheinlich dann so eine Grundeinstellung ist, sieht man, dass die relativ unwahrscheinlich ist. Jetzt gibt es natürlich die Idee, wenn es sehr, sehr viele Universen gäbe, die zufällig sich entwickeln, dann wird eins dabei sein, das genau diese Grundeinstellung sozusagen hat, dass Leben existieren kann. Das ist zum Beispiel schon mal eine Idee. Ob das wirklich so ist, ist natürlich eine ganz andere Sache. Aber das ist eine Idee, man hat faktisch nur eine Art Evolutionstheorie. Man nimmt die Evolutionstheorie, man hat eben viele, viele Organismen oder Einzeller, die mutieren und irgendeins passt dann sozusagen. Also man nimmt die Evolutionstheorie und macht das einen kosmologischen Umfang dann. Aber es ist eine Theorie, ja. Ja, aber wenn man mal ganz schnell, dann könnte man ja unter Umständen auch annehmen, dass außerhalb unserer physikalischen Gegebenheiten andere Leben, ich will sagen andere Existenzen gibt, die ganz anderen Systemen aufgebaut sind und mit unseren physikalischen Gegebenheiten gar nichts zu tun haben, aber trotzdem eine unserem Leben ähnliche Struktur besitzen, sich weiterentwickeln können, aber auf völlig anderer Ebene. Ist sowas überhaupt möglich? Aus unserem Verständnis wahrscheinlich nicht.
Ja, das ist immer die Frage. Wir haben es ja gesehen. Wir müssen immer sehen, was wir alles nicht wissen. Ja. Und das ist das Interessante. Wir wissen, wir haben gewusst, wie unser Planetensystem aufgebaut sind. Die Gasplaneten außen. Jetzt machen wir einen Versuch und sehen, dass es Gasplaneten innen gibt. Mhm. Und wir wissen ja nicht, was wir nicht wissen. Vielleicht gibt es auch Leben auf anderer Basis, also mit anderen Siliziumbasis. Das ist zwar irgendwie unwahrscheinlicher, aber beispielsweise gibt es einen Jupitermond, wo flüssiges Methan existiert. Es gibt auch Versuche, da probieren einige Leute, ob sich da irgendwelche organischen Moleküle bilden könnten, letztlich, ob da eine Art Evolution stattfinden könnte und sich eine Art Leben entwickeln könnte. Solche Versuche werden gemacht, aber ja, aber das ist ja auch noch in unserem Bereich. Aber wir wissen ja nicht, welche Einstellungen so ein Universum überhaupt haben kann und was da alles läuft. Keine Ahnung. Wir wissen auch nicht mal, ob das Modell richtig ist. Also ich bedanke mich schon mal für die interessante Folge und für die Antworten. Vielen Dank. Wolfgang, dich kann man im Moment sehen. Du hast dich auch freigeschaltet. Wolltest du eine Frage stellen? Ja, also mir kommt die Diskussion teilweise ein bisschen sehr schräg vor. Also auf der einen Seite kann ich sicherlich nachempfinden, dass man das wissenschaftlich erforschen will und verstehen will, wie das alles funktioniert. Auf der anderen Seite diesen Pfad, dass man darüber nachdenkt, wo wir Menschen jetzt hin können, was wir machen können, finde ich irgendwie arg fremd. Also ich sage mal, dieser ganze Vortrag von Klaus hat uns doch jetzt gezeigt, was für kleine Lichter wir sind. Und wenn wir jetzt gerade mal die Existenz der Menschen hier auf der Erde betrachten, zu der Gesamtzeit, dann merkt man nochmal, was für kleine Lichter sind. Und wir halten uns immer noch für die Menschen, die jetzt dieses ganze Universum irgendwo verstehen wollen und überall hin wollen und denken, wir sind immer noch die Größten. Also ich denke mal, mich hat diese eine Grafik von Klaus vorhin sehr beeindruckt, die jetzt doch wirklich mal gezeigt hat, wo wir gerade stehen an diesem Reißverschluss. Und von daher finde ich auf der einen Seite zwar diese Forschung wichtig, aber unsere ganze Energie sollten wir eigentlich da reinstecken, dass wir auf diesem Reißverschluss nicht im oberen Teil landen, sondern im unteren Teil. Und ja, wenn wir das überleben, dann haben wir vielleicht noch viel Zeit, auch für andere Dinge noch in Ideen und Geld zu investieren, um solche Projekte dann weiter vorantreiben. Ich will das wirklich auch unterstützen, die Forschung. Aber das Schwergewicht muss eigentlich jetzt darauf liegen, unsere Welt zu erhalten und auf der anderen Seite aber auch zu erkennen, wo wir eigentlich stehen. Und da ist für mich überhaupt keine Frage, ob wir auf dem Mars, auf dem Jupiter oder sonst wo irgendwo leben, entwickeln können, sondern wir müssen das Leben hier bei uns erhalten. Richtig ist, dass wir gucken müssen, ob es andere intelligente Lebewesen in diesem gesamten Universum gibt und dann vielleicht Kontakt aufzunehmen, um voneinander zu lernen und zu profitieren. Aber nicht wieder wir gehen da draußen hin und zeigen den anderen, wie es geht. Also das hängt mir irgendwie zum Hals raus. Punkt. Okay, Wolfgang. Klaus, erlaubst du, dass ich was darauf antworte? Ja. Klar, es ist eine öffentliche, es ist eine Diskussion jetzt. Ja. Also ich muss nicht immer antworten. Ja. Okay, also Wolfgang, ich hoffe, du schlägst jetzt nicht den Botschafter, aber ich möchte zumindest erwähnt haben, dass der Mars von einigen Menschen auf dieser Erde durchaus inzwischen schon in den Kreis ihrer realen und realistischen Überlegungen einbezogen wird. Elon Musk zum Beispiel hat sich zum Ziel gesetzt, Raketen zum Mars zu schicken. Und wenn man dessen Lebensweg betrachtet, kann man davon ausgehen, dass wenn er vorher keinen Herzschlag bekommt, auch unter Umständen in der Lage sein wird, das zu Wege zu bringen. Das heißt, ich würde dir zustimmen, dass wir in dem Rahmen der theoretischen Überlegungen bleiben, wenn wir über das Planetensystem, unser Sonnensystem hinausdenken. Aber innerhalb des Sonnensystems bin ich schon der Meinung, dass
die Menschheit sich nicht davon abhalten wird, dieses Sonnensystem zu bevölkern im Laufe der Zeit. Und die Überlegungen von Terraforming auf dem Mars sind zumindest interessante Überlegungen, die man nicht verbieten sollte. Also zumindest Denkverbote sollte man da keine erlassen. Sicher nicht, sicher nicht. Also ich fand das jetzt auch sehr interessant, was dein Einwurf, Wolfgang. Ich denke, die Menschen haben sich schon in der Antike, zum Babylonierzeiten, Ägypterzeiten, damit beschäftigt, dass sie die Sterne beobachtet haben, fasziniert waren und sich Gedanken gemacht haben. Und ich war jetzt auch, wie ich gesehen habe, wie der Klaus diese Weiten vom Universum nochmal aufgezeigt hat, total fasziniert. Und ich denke, es wird immer Menschen geben, die da mehr wissen wollen und die einfach die Neugier oder der Forschergeist anstößt, sich damit zu beschäftigen. Man sollte natürlich, wie du gesagt hast, nicht das eine tun, das andere lassen. Unsere Probleme, die wir im Moment haben, ganz auf unserem eigenen Planeten, sind natürlich so groß, dass sie höchste Priorität haben. Aber das Forschen wird man, glaube ich, deswegen, die Forscher wird man nie davon abhalten können, dass sie auch über den Tellerrand schauen wollen. Und die Faszination von den Welten, die es geben kann, die es gibt und die es vielleicht auch mit Leben geben kann, ist so gewaltig, dass ich gut verstehen kann, wenn Menschen da ihr Leben sich damit beschäftigen wollen, ihr Leben lang. Kein Widerspruch. Also vielen Dank, Klaus, dass du uns da einfach nochmal den Blick geöffnet hast. Meist bleibt man doch auch in seinen, ja, eigenen Kreisen und es ist schon faszinierend und man wird einem auch bewusst, eigentlich wie unbedeutend, dass man eine kleine Erde ist und wir als kleine Menschen da drauf, ja. Oder auch wie wichtig die Erde natürlich ist. Das ist die einzige Heimstatt, die wir kennen. Ja, klar, na, ich denke, das sind so Relationen, dass man sieht, dass für uns das, das Zentrum ist unseres Lebens, aber dass es doch noch so wahnsinnig viel mehr gibt. Dann werfe ich jetzt mal ein bisschen Salz in die Wunden. Andere Sternsysteme zu erreichen, ist, was ich auch schon schrieb und hier aufgegriffen wurde, mit Generationenschiffen durchaus erreichbar. Das ist dann halt nicht die ursprüngliche Besatzung eines solchen Generationenschiffs, sondern die Enkel und Urenkel und was weiß ich was. Das geht. Ne? Da muss man dann halt ein paar 100 Jahre einfach veranschlagen. Wie glücklich wir dann auf der Erde damit sein werden, lassen wir mal dahingestellt. Den Mars besiedeln, da gibt es schon Ansätze mit Technologie, die bereits existiert, was ich auch bereits im Chat schrieb. Das sind Höhlen. Wir müssen da keine Wasserburgen oder irgendwas hinbauen. Man geht halt unter, marsianisch, unterirdisch, ebenso auf dem Mond. Und das wird auch notwendig sein. Was wir nicht machen, was wir nicht können, wogegen ich mich völlig ausspreche, ist der wunderbare Forschergeist. Dieser wunderbare Forschergeist funktioniert genau kein Stück weit, wenn die finanziellen Mittel nicht bereitgestellt werden. Und diese finanziellen Mittel wurden zuletzt insbesondere dadurch bereitgestellt, bei der ersten Mondbegehung, durch Angst. Den Leuten ging der Arsch auf Grundeis und deswegen waren sie plötzlich bereit zu sagen, ja, alles klar, wir müssen die Vorherrschaft im Weltraum und auch auf dem Mond erreichen, bevor das die bösen Sowjets machen. Also hämmert da mal richtig Geld raus. Und das wird auch der Grund sein dafür, dass man den Mond respektive den Mars besiedeln wird. Nicht so sehr, weil man sich denkt, ist bestimmt auch schön da und gemütlich, sondern weil man Zwischenstationen benötigen wird, um ja, letzten Endes Tagebau an den, im Asteroidengürtel zu betreiben, weil uns hier die seltenen Erden zum Beispiel ausgehen. Und das wird eine Zwischenbasis sein, wo die Leute, was auch immer, nochmal einen Keks essen können und Kaffee trinken. Ein bisschen salopp gesprochen, das sehe man mir nach. Aber wir werden es nicht hinkriegen, einfach zu sagen, hey, wir sind so erforscherfreudig und alles Mögliche. Was glaubt ihr denn, wie Kolumbus seinerzeit nach
wie er bis zum Schluss dachte, Indien gelangt ist. Doch nicht dadurch, dass irgendjemand in Spanien gesagt hat, Mensch, das ist eine super Idee, mach mal eine Kreuzfahrt nach Indien, bring was Leckeres mit, vielleicht aus dem Geschenkeshop. Nein, der sollte da Zeug mitbringen, der sollte da Bodenschätze oder was auch immer klar machen oder ein paar leckere Gewürze mitbringen, die dort selten sind, exotisch, die man dann richtig teuer verticken kann. Und das wird auch der Grund sein, weswegen wir den Mars irgendwann besiedeln werden. Na, nicht der Forscherkreis. Einwerfen. Das bitte. Zwei Richtungen. Es war einmal natürlich, dass die Gewürze nicht mehr kamen, weil das Osmanische Reich die Handelswege blockiert hatte. Und der 1492, zweifle ich, aber okay. Bitte? 1492, ich zweifle, aber okay. Es war so, dass zu der Zeit tatsächlich die Gewürze, die ja sehr wertvoll waren, nicht mehr am Landweg nach Europa kamen. Zumindest nicht mehr in dem Maße, in dem man es gesucht hatte. Es war also durchaus ein wirtschaftlicher Hintergrund, dass man neue Wege finden wollte nach Indien, um an die Gewürze ranzukommen. Und es war auch so, wie es dann funktioniert hat, wenn eine Kogge zurückkam mit Gewürzen und neun untergegangen waren, war das ein Riesengeschäft für den Kaufmann, der diese Kogge losgeschickt hat. Aber es gab gleichzeitig auch einmal die Dinge, dass man die Gewürze suchte, aber zum anderen auch, und es gab es schon in der Antike, Menschen, die die Erde erkunden wollen, die einfach neugierig waren, was kommt wo. Und es gibt antike Reisebeschreibungen von Abenteurern, griechische, römische Antike, die damals schon nur mal der Küste entlang gesegelt sind und Reiseberichte verfasst haben. Und ganz genauso war es einerseits natürlich das wirtschaftliche Interesse und man brauchte auch Geldgeber. So eine Santa Maria oder irgendein sonstiges Schiff konnte man nicht aus dem Ärmel zaubern. Aber umgekehrt war auch gerade bei den Weltumsegelungen dann die Idee dahinter, was gibt es noch, wie geht es weiter? Gibt es wirklich, da war ja die Vorstellung plötzlich da, die Erde ist eine Kugel und keine Scheibe. Man fällt nicht drunter, man kann drumherum fahren. Und ich denke, man darf, wirtschaftliche Interessen stehen dahinter, bringen das Geld. Aber die Idee, etwas erforschen zu wollen, etwas entdecken zu wollen, steckt genauso im Menschen drin. Und man kann nicht sagen, es ist nur der schnöde Mammon, sondern es gibt beides. Ich zweifle keine Sekunde daran, Entschuldigung. Ja, bitte? Ich zweifle keine Sekunde daran, dass wir das als Antrieb in uns haben. Das machen wir ja als Kinder schon, wenn wir, ich sag mal, wissenschaftliche Untersuchungen machen mit Pfützenpatschen oder, naja, ab wann geht die Glaskugel kaputt, wenn ich sie von hier runterfallen lasse. Alles zum Teil wissenschaftliche Untersuchungen von Kindern eben. Meistens mit sehr viel Ärger für die Eltern verbunden. Ich weiß, Geschichten zu erzählen, die wollt ihr gar nicht hören. Egal. Aber das Ding ist, wir werden nicht auf dem Mars irgendetwas aufbauen, einfach weil wir so eine schöne Idee finden. Von dem Gedanken, von das ist wundervoll romantisch und das ist vor allem eins Disney. Und das ist nichts, was für uns funktionieren wird. Die Leute brauchen echt harte Motivation, damit sie sagen, alles klar, hier hast du Geld, mach. Moment, es ist ja zweierlei. Das Aufbauen auf dem Mars oder das Wissen, was gibt es auf dem Mars. Wenn ich was aufbauen will dort, dann habe ich ein ganz zielgerichtetes Verhalten, dass ich sage, am Mars gibt es die Rohstoffe und die könnte ich für mich verwenden oder für die Erde verwenden. Das andere, dass man immer einfach wissen will, wie sieht der Mars aus, welche Bedingungen herrschen dort, muss nicht unbedingt, und das ist nicht romantisch, sondern ich denke, das ist eben das, was in der Wissenschaft sehr oft geschieht, dass die Neugier da ist. Ich will wissen, wie was funktioniert. Und das ist auch eine Motivation, die Menschen haben, ohne dass sie sagen, ich will wissen, wie es funktioniert, um es dann nutzen zu können, sondern dass die Entdeckerfreude, das Wissen wollen, was gibt es alles, wie funktioniert es, welche Gesetze gelten dort, das kann man durchaus auch unabhängig sehen. Da werden wir uns einigen müssen, dass wir nicht einig werden, fürchte ich. Ja, aber ich stimme euch beiden zu. Also ich denke, Margit hat nicht Unrecht,
Aber der Oliver hat ganz wichtige Punkte in die Diskussion hineingebracht. Und so nebenbei möchte ich zu diesem tollen virtuellen Hintergrund gratulieren. Vielen Dank. Cooler. Ja. Also ich denke, es ist schon alleine aufgrund der Finanzmittel, die man braucht, um den Mars zu besiedeln, klar, dass da finanziell große Interessen dahinter stehen müssen. Forschergeist alleine würde nie das Geld aufbringen, um eine solche Mission zu finanzieren. Aber auf der anderen Seite wird es bei dem Recruiting von Menschen, die sich bereit erklären, dieses Wagnis auf sich zu nehmen, da wird man darauf angewiesen sein, eben auch Leute zu finden, die Abenteuerlust, Forschergeist haben. Weil wer das nicht hat, der würde sich nie auf den Mars schießen lassen. Kann man mich hören? Ja, Christina, kann man. Ja, du sprich ruhig zu Ende. Ich wollte nur wissen, ob ich was sagen kann, wenn ich will. Ja. Du willst und darfst, ja. Ja, super, weil ich möchte eigentlich dem Oliver ganz gerne ein bisschen beipflichten. Das ist auch eine Sorge, die ich so habe. Also ich denke, das könnte doch durchaus sein, dass man an derselben Geschichte arbeitet, aber völlig verschiedene Interessen hat. Dass ein Forscher forschen muss, das ist ihm, ach, das ist sein Lebenselixier, das verstehe ich. Und dass diese Neugierde in ihm drin ist, sonst wäre er ja kein Forscher geworden, das verstehe ich auch. Aber dann gibt es ja noch Auftraggeber der Forschung. Und wie gesagt, wie du das angesprochen hast, das ist ja immens teuer. Das heißt also, das sind ja, ich weiß nicht, ich denke mal Milliarden und Forschungsgelder, um die es da geht in diesen Bereichen. Und meine Sorge ist halt schon die, dass die Forscher zwar also mit einer guten Ethik daran gehen und einer guten Intention daran gehen und auch mit ihrem Forschergeist, alles ganz positive Dinge, dass aber Ziel und Zweck dieser Forschung eigentlich ist, einen Fluchtort zu finden für die Eliten, dass wenn wirklich die letzte Ressource hier auf der Erde verbraucht ist, ja, dass es dann irgendwo eine Möglichkeit gibt, wohin die hohen Herren und Damen hinflüchten können und sozusagen ja, in diese Richtung das Geld investiert wird, anstatt zuzuschauen wirklich oder dass dieses das gleiche Geld in die Hand zu nehmen, um mal zu gucken, ob wir es nicht hinkriegen, ja, dass wir die Ressourcen dieser Erde gar nicht mehr brauchen, weil wir sie selber bilden durch Technik beispielsweise. Ja, das ist also schon so ein Punkt, dass ich mir denke, oder wie Margit ja vorhin auch gesagt hat, ja, mal gucken, was wir auf den anderen Planeten so finden, wovon wir dann profitieren könnten. Das klingt aber für mich auch schon immer so ein bisschen Beigeschmack ausbeuten. Ja, erst beuten wir unsere eigene Erde aus und dann fangen wir an mit den Planeten drumherum. Christina, ich würde vielleicht ein anderes Beispiel nehmen, weil mit den Planeten, das sind wir ja doch alles sehr noch auch mit Science Fiction beschäftigt. Die Entschlüsselung der DNA hat ja jetzt noch gar nicht vor so langer Zeit stattgefunden. Und das war ein Projekt, was sehr viele Ressourcen anfangs gebunden hat und was sehr spannend war. Und ich denke, dass da einmal bei den Entdeckern der DNA, oder, ja, bei Watson und Crick, wirklich das Interesse da stand, wie funktioniert eigentlich alles. Später, wie das klar war, wie es funktioniert, kamen dann Möglichkeiten hinzu, die auch kommerzielle Aspekte eröffnet haben. Man könnte ja dann genetische Veränderungen vornehmen, man könnte das anderweitig verwenden, aber primär, also muss jetzt keiner widersprechen oder zustimmen, der ist ja dann eher der Fachmann, war aber dieses Forschungsinteresse da, wie funktioniert eigentlich die Weitergabe der Merkmale und des Lebens? Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Das steht auch, kann auch gut jetzt neben dem stehen, was ich jetzt angeführt habe, ja. Weil das widerspricht sich ja nicht. Das widerspricht sich nicht. Da würde ja, ich widerspricht da, sich nicht. Das wollte ich damit sagen, dass es also nicht so ist, dass man so gleich sagt, die wollen ja nur das eine, sondern dass man sieht, dass es eben, dass die kommerziellen Interessen sicher auch da sind, die Geldgeber müssen da sein, aber dass es auch die Freude gibt am Entdecken. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ein Wissenschaftler jetzt eine neue Methode entdeckt, um so einen Stern
eine habitable Zone zu finden oder was, und er entdeckt da was, dass die Freude bei dem vorhanden ist über die Entdeckung und nicht darüber, dass er sagt, oh, das lässt sich ja dann für mich irgendwie vielleicht kommerziell nutzen. Nein, ich denke auch nicht, dass das es der steht auch unwidersprochen. Also ja. Entschuldigung, genau. Das ist nie genau. Etwas, was also zumindest von mir behauptet wurde. Das ja. Ding ist aber, dass wenn Forscher gegenwärtig losziehen und sagen, ich möchte mal irgendwie in die Richtung schauen, dass er sich schon frühzeitig Gedanken darüber machen muss, für wen könnte das eventuell aus wirtschaftlichen für ein wirtschaftliches Interesse darstellen, sodass ich tatsächlich auch ein Funding dafür überhaupt kriegen kann, hier mal ein bisschen Geld reinzupumpen und zum Beispiel das Arecibo neu aufzubauen, was durchaus eine schöne Idee wäre, zu der sich Herr Trump aber nicht so richtig hat hinreißen lassen. Nun denn. Weil, also da können wir es leibhaftig sehen. In Puerto Rico ist es ja. Richtig. Tobte der Tornado durch und der zuckt mit den Schultern, wirft ein paar, weiß ich nicht was, Klopapierrollen da in die Menge und ciao. Ciao, Kakao, viel Glück, Leute. Statt da mal zu schauen, dass da die Infrastruktur wieder ans Laufen kommt und dieses wundervolle Teleskop wieder in Arbeit genommen wird. Da können wir das genau sehen, wie wirtschaftliche Interessen das enorm beeinflussen. Ich halte das für keine gute Idee, ich halte das für keinen guten Ansatz. Aber das ist die Welt, in der wir leben und das ist ein Faktor, den wir immer mit einrechnen müssen. Ja, aber ich meine, das eine geht ja dem anderen voraus. Zuerst forsche ich, ja, dann habe ich Erkenntnisse. Ich kann doch gar nicht forschen ohne Geld. Wie denn? Ja, genau. Ich kann doch nicht einfach mal kurz sagen, Leute, ich bin mal kurz weg am Mars, ich brauche ein paar Proben, wartet ja, genau. mit dem Essen auf mich. Ja, genau das war ja mein Ansinnen, dass ich gesagt habe, gibt es eigentlich noch eine Forschung, die wirklich frei ist oder die keine Auftragsforschung ist? Und dann muss man doch mal gucken, wer sind denn die Auftraggeber und was haben denn die für eine Zielsetzung? Mhm. So. Ja, ist von den Kochbrüdern an einigen Stellen halt nicht viel zu erwarten. Darauf muss man sich dann einfach auch mal einlassen können. Ja, und da muss man halt die Leute finden, die sagen, ich habe da einen Kopf offen für. Ob das nun ausgerechnet Elon Musk ist, ich halte ihn für sehr überschätzt, aber die Daumen drücken würde ich trotzdem. Ja, das ist halt meistens so, die totalen Humanisten sind nicht die, die das viele Geld haben. Leider. Was? Ja, warum erfahre ich denn das jetzt erst? Verdammt. Ich denke, das ist mal ein Kernproblem, ja? Sonst würde irgendwie die Forschung schon, anders aussehen. Ja? Sonst wäre da mehr Ethik drin in der Forschung. Also von der Intention. Ja? Eine andere Ethik, nicht, ja, okay. Ja, genau. Naja, dann möchte ich auch mal noch von der anderen Seite argumentieren. Es ist ja nicht so, dass kommerzielle Interessen per se negativ zu sehen sind, sondern was kommerziell der Menschheit nützt, hat auch dazu beigetragen, dass es insgesamt gesehen, global gesehen, trotz eben schrecklicher Rückfälle, wie wir zurzeit ja auch erleben, dass es global gesehen der Menschheit besser geht. Und ich bin als Biologe, weiß ich ja auch, dass Kosten-Nutzen-Rechnungen in der Evolution eine ganz enorme Rolle spielen und auch in der kulturellen Evolution der Menschheit selbstverständlich. Und das sind die kommerziellen Aspekte, dürfen ja nicht vernachlässigt werden. Würden sie vernachlässigt, dann würden viele Menschen des Hungers sterben und zugrunde gehen. Wir waren ja auf einem guten Weg, zum Beispiel den Hunger global zurückzudrängen. Und dass das jetzt so fatal wieder rückwärts geht, das ist hoffentlich nur eine Delle und nicht dauerhaft. Das heißt, was ich sagen will, auch kommerzielle Interessen zum Beispiel Erze zu fördern auf dem Mond oder auf dem Mars ist per se nichts Schlechtes. Das ist durchaus etwas, was sich für die ganze Menschheit lohnen könnte. Das muss man auch durchdenken dürfen,
Da darf es auch keine Denkverbote geben, meines Erachtens. Völlig unabhängig davon ist es natürlich wichtig, dass solche Unternehmungen, die so enorme Finanzmittel benötigen, dass die irgendwie kontrolliert und reguliert ablaufen und dass eben nicht ein einzelner Mann, weil er wahnsinnig reich ist, sozusagen die Geschicke der ganzen Welt ohne irgendwelche Mitbestimmung anderer oder der Mehrheit sowas auf den Weg bringen sollte. Das Ganze sollte schon demokratische Prozesse durchlaufen, auch die Willensbildung. Und das ist ein ganz unabhängiges Problem, finde ich. Also primär wirtschaftliche Interessen sind nicht das Böse. Das Böse ist, wenn sozusagen die Regulation fehlt und die Kontrolle, die soziale Kontrolle fehlt von solchen Prozessen. Ich würde daran gerne direkt anknüpfen, wenn das gerade passt. Bitte. Okay. Also prinzipiell, ich halte von das Böse in Anführungsstrichen, in ganz großen Anführungsstrichen, ohnehin nicht viel. Ich glaube nicht, dass wir uns einen Gefallen tun, damit den Kapitalismus oder Wirtschaftsinteressen per se zu verteufeln. Aber man hat natürlich in neuen Forschungsgebieten, wo man noch gar nicht absehen kann, was gestaltet sich daraus, enorm große Grauzonen. Das sehen wir gegenwärtig immer noch im Bereich Internet. Ja, kein Mensch weiß, wie soll man jetzt mit den Leuten, die hier irgendwelche Streams gucken, ohne dafür zu bezahlen, weil sie keine Ahnung, was für Tricks anwenden, wie soll man die belangen, kann man das in deren Land, kann man das im Herkunftsland, was auch immer. Ein sehr, wie ich finde, dramatisches Beispiel, was du gerade nanntest, sind wir per Du? Sind wir, ja. Ja, okay, cool. Entschuldigt, ich Gedankenstrom. Ist Monsanto. Monsanto hat nüchtern gesprochen echt Mist gebaut und echt tolle Sachen geschaffen. Das, was aus den Monsanto-Laboren unter anderem und aus den Monsanto-Laboren stammt, das hat ganz großen Anteil daran gehabt, dass der Welthunger zumindest eingedämmt wurde und gemindert wurde. Das Geschäftsgebaren und was die für, ja, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, für wahnwitzige Anwälte haben, die dann sofort losschlagen und sagen, hier, du kannst und darfst ab jetzt nur noch unser Saatgut verwenden und nur noch unsere GMOs anpflanzen. Das ist eine harte Nummer. Da gab es mal einen jahrelangen Kampf zwischen einem Kanadier, glaube ich, und Monsanto, den dann der Kanadier auch mehr oder minder gewonnen hat. Aber dadurch sind GMOs ja per se nichts Verurteilenswertes. Die funktionieren super und haben ein gigantisches Potenzial. Allerdings das Geschäftsgebaren von Monsanto, und da stimme ich dir völlig zu, ist eine Katastrophe. Und da müssen tatsächlich die Regierungsverantwortlichen wesentlich schneller werden, wesentlich früher den Puls auch bei den Wissenschaftlern, den Finger am Puls der Wissenschaftler haben, um feststellen zu können und um absehen zu können, über unsere Legislaturperiode hinaus könnten sich da Sachen entwickeln, die irgendwann mal nicht mehr so schön sind. Und um es ganz offen zu sagen, echt scheiße sind für uns als Spezies. Das muss anders laufen. Da müssen andere Verfahren her, da müssen andere Zulassungsmöglichkeiten her, da müssen andere Regularien her. Da, wie gesagt, da stimme ich dir völlig zu und wollte Monsanto da einfach als ein sehr sensibles Beispiel anführen. Hoffen wir, dass sie das unter Bayer dann jetzt demnächst mal ein bisschen freundlicher auf die Kette kriegen. Okay. Ach, das muss ich loswerden. Vielen Dank für eure Geduld. Okay. Die ganze Sache ist jetzt alles sehr von der Ökonomie her betrachtet worden. Ich möchte noch einen Aspekt einwerfen. Wir sind momentan dabei, unsere Erde ziemlich zu drangsalieren. Vielleicht sogar unbewohnbar oder unlebbar zu machen. Und dann spielt das Geld überhaupt keine Rolle mehr. Dann geht es nur noch darum, die restlichen Ressourcen zusammenzutun und
das Überleben der Menschheit zu sichern. Ob hier oder woanders sei jetzt dahingestellt. Aber wenn wir alles nur vom Gelde her betrachten, naja, dann kommen wir eben zu solchen Beispielen wie Monsanto eben und ähnlichen anderen. Oder Elon Musk, einen Einzelnen, der das Geld hat, dieses oder jenes zu bewerkstelligen. Aber ob es der Menschheit dient, das ist eine andere Frage. Ich glaube, wir sind in einer Situation heute, wo die Menschheit sich selbst vernichten kann, wenn wir nicht aufpassen. Und dann vielleicht ein kleiner Rest noch dazu den Auftrag hat, das menschliche Leben weiter zu retten und dann einfach ohne aufs Geld zu schauen, zu tun, was nötig ist. Vielleicht können wir das mal von dieser Seite her auch noch betrachten. Haben wir gerade eben. Regierungen müssen aktiver werden, sensibler. Ja, aber nicht, naja, nicht einzelne, sondern zusammen. Ja, 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 nicht eine Regierung muss aktiver und sensibler werden. Das müsste dann schon im Verbund geschehen. Okay, das hätte ich vielleicht dazu erwähnen sollen. Entschuldigung. Ja, und vielleicht auch ohne Lobbyisten. Ja, ja, aber ich glaube, da kommen wir heute nicht weiter. Ja, das führt dann auch zu weit. Ich bedanke mich jedenfalls sehr. Das war interessant und sehr schön zuzuhören. Schön, dass das mit dem Ton noch geklappt hat. Prima. Ja, ja. Freue mich auch. Vielen, vielen Dank. Ja, ja, keine Ursache. Ja, Klaus, du hast das Recht für ein Schlusswort. Ja, da haben wir keine Gedanken gemacht. Die Diskussion am Ende fand ich äußerst spannend, wobei ich sage, die Diskussion Geld und Umwelt, wenn man tatsächlich das finanziell alles betrachten müsste, die nächsten 100 Jahre mit ins Kalkül zieht, dann würde die Sache anders ausschauen. Vielleicht das schnelle Geld, nein, aber langfristig gedacht wäre es natürlich, könnte man schon das ganze finanzielle System damit, ja, einbringen und dann würde man vielleicht andere Entscheidungen treffen. Interessanterweise, was ich Erfahrung gemacht habe, ich bin ja bei Scientists for Future und da gibt es kaum Ökonomen. Es gibt zwar Biologen, Chemiker, Physiker etc., aber überhaupt keine oder ganz, ganz wenig Ökonomen. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, auch wenn ich die Zeitung lese, dass die Ökonomen diese Krise gar nicht irgendwie nicht mitbekommen. Zum Beispiel auch das unendliche Wachstum, das da postuliert wird. Das ist eine Sache, die nur die Ökonomen verstehen, aber jeder Biologe denkt da anders drüber. Wachstum kann nicht unendlich sein. Und wir müssen wirklich aufpassen, dass wir unseren Planeten oder nicht unseren Planeten, sondern uns selber nicht vernichten. Und wir haben es ja auch gesehen, dieses eine Bild, the pale blue dot, also die Erde von weit von außen betrachtet, das ist unsere einzige Heimstatt, die wir haben. Und wir müssen die einfach, wir müssen aufpassen auf die Heimstatt, sonst wird uns die Erde oder die biologischen Systeme einfach rauswerfen. Wieder ein Massensterben, das sechste Massensterben. Die Erde selber wird sich regenerieren. Vielleicht gibt es auch noch Menschen, die natürlich weiterleben. Die menschliche Spezies wird sicher nicht aussterben. Aber die Bedingungen dürften dann etwas anders sein. Aber wenn es interessiert, ich habe eigentlich geplant, einen Vortrag über Klimaschutz zu machen, habe den aber nicht gehalten. Einfach kam die Krise jetzt mit der Ukraine und Klimaschutz, immer negative Nachrichten, und ich wollte einfach was Positiveres machen, und ich hatte den Vortrag schon 2018 mal gehalten und habe ich den Vorschlag gemacht, eben dafür diesen Vortrag zu halten. Der bringt einfach, glaube ich, mehr, ja, mal eine Änderung im Denken, mal was anderes, was schöne Bilder zu sehen und so weiter. Ich fand es angemessen, das jetzt zu machen. Klimaschutz können wir vielleicht mal im Herbst machen, wenn Interesse besteht. Der Vortrag steht. Ja, ich finde das schon toll, also einen Vortrag über Klimaschutz zu hören. Vielleicht sogar vor dem Herbst, weil uns dann vielleicht wieder eine andere Welle überrollt. Dann richtig. Haben wir keine Zeit oder keine Gedanken dafür. Vielleicht wäre es dann besser jetzt im Sommer, wo wir ein bisschen luftiger drauf sind. Ja, genau. Ich kann den auch nächsten Monat halten, das ist mir eigentlich egal. Ich habe ihn ja fertig, aber kurzfristig umgeschwenkt wegen Ukraine. Okay, Klaus, ich bin sofort dabei, wenn du noch einen Vortrag über Klimaschutz halten möchtest. Das hatten wir ja auch langfristig ins Auge gefasst. Nur nächsten Monat bin ich absolut dagegen,
weil ich da das Wort habe und ich möchte einen Vortrag über künstliche Intelligenz halten. Und ich hoffe, dass vielleicht auch einige der jetzigen Zuhörer sich dafür interessieren. In jedem Fall, in jedem Fall. Wie kann ich mich da voranmelden oder irgendwas buchen? Das ist die gleiche Adresse, das findet... Ich habe das hier über Facebook gefunden. Ja, du kannst mir eine E-Mail schreiben an kff@zum.de. Oh mein Gott, das war zu schnell für mich, sorry. Moment. Kannst du es vielleicht in den Chat schreiben und ich kopiere mir das einfach? Genau, ich schreibe es in den Chat. Großartig. Einen Moment. Ja, während der Pause möchte ich mich auch nochmal bei dem Klaus bedanken. Fand es wirklich sehr interessant. Auch unter dem Gesichtspunkt, den ich in meinem kurzen Beitrag dann mal dargestellt habe. Klaus, vielen Dank. Ich mache dann auch die Mücke. Tschüss. Ja, es macht halt schon irgendwie demütig, ne? Wird einem so bewusst, wie klein man eigentlich ist, wenn man in diesen Relationen auf einmal unterwegs ist. Findest du? Ja, ich finde das erhebend. Also was ich so interessant finde bei dem Ganzen, dass wir es überhaupt verstehen können. Wir wissen, dass in der Galaxis ein schwarzes Loch existiert. Erstmal die Tatsache, dass es schwarze Löcher überhaupt gibt, das kann man sich ja nicht vorstellen. Nee. Und dass man die vielleicht dann auch noch nachweisen und sogar fotografieren kann. Also ich finde es schon erstaunlich. Wir wissen auch, dass die physikalischen Gesetze im ganzen sichtbaren Weltall irgendwie gleich sind. Das kann man nachweisen. Ich finde es eigentlich gigantisch, dass wir das überhaupt erfassen können, obwohl wir eigentlich ja nach dem Modell ja so 2 Sekunden vor Mitternacht entstanden sind. Aber trotzdem, wir können das alles erfassen. Oder auch die Quantenphysik. Die ist ja unvorstellbar im menschlichen Denken, aber wir können das alles erfassen und bauen dadurch Smartphones oder können eben so eine Veranstaltung machen, wie wir jetzt haben, einfach durch die Technologie. Ich finde das erstaunlich. Oder dass wir die Gravitationswellen auf der Erde messen können. Genau, stimmt. Gute Sache, ja. Ja, aber genau das finde ich so erhebend. Also ja, natürlich, wir sind letzten Endes Dreck auf dem Staubkorn, ja. Aber wir können unseren Geist so weit ausdehnen, dass wir zumindest uns Vorstellungen davon machen können und die überprüfen, also unsere Beobachtungen überprüfen und immer besser gewordene Gerätschaft dazu verwenden, wie jetzt zuletzt eben das James-Webb-Teleskop, dessen Aufbau ja auch um, ich weiß nicht, wie oft verschoben wurde, um fast ein Jahrzehnt, glaube ich, in Summe. Und jetzt ist das aber da und wir sehen die ersten Testbilder und also ich habe meine Augenbrauen noch nicht ganz vom Hinterkopf wieder nach vorne gekramt darüber. Das ist einfach so und das ist vielleicht die Stelle, wo Margit und ich vielleicht auch zumindest näher zusammenkommen. Das ist so ein erhebendes Erleben, dass wir dazu in der Lage sind, etwas so Schönes uns zu erarbeiten als Spezies. Und dass das dann eben auch wenn er es wahrscheinlich anders gemeint hat, von einem Isaac Newton so ein Satz kommt wie, ich stehe auf den Schultern von Giganten. Ja, das sind ja keine Einzelleistungen. Da hat sich ja nicht James Webb irgendwann hingestellt und gesagt, mach mal später ein Teleskop mit meinem Namen dran, dann wird alles super hier. Da waren ja unfassbar viele Köpfe und Hände da dran, allein dieses Schutzschild zu planen und umzusetzen und dass es offenbar funktioniert. Wir sind jetzt bei wie viel? Bei 20 Kelvin? Ja, aber das sind doch nicht wir. Das hört sich immer so, ich weiß nicht, so doch, wir, heroisch die Spezies. An. Wir, die Menschheit, die Spezies. Nein, das sind bestimmte Forscher. Das sind nicht wir. Die Masse der Leute hat dazu weder die Kompetenz noch das Fachwissen noch irgendein, ja, mhm, wie soll ich sagen, irgendeinen Anteil dran, ja, das hört sich mir so toll an, wir als Menschen, ja, wir als Menschen haben eigentlich keine Ahnung, das sind ganz wenige, die großen Errungenschaften ich träume da jederzeit ein, dass ich bestenfalls am Strumpfhalter des Giganten baumle, bestenfalls. Weil, also viel weiter reicht mein Blick nicht und mein Verständnis. Aber das, was ich von da sehen kann, das finde ich schon so unglaublich toll. Und
Ich kann nach oben gucken und sehen, wer da auf den Schultern des Giganten steht und was die für wunderbare Sachen vollbringen. Und das erfüllt mich mit sehr viel, ich hätte jetzt fast Ehrfurcht gesagt, aber es ist was in der Richtung. Also das ein Stück weit auch Stolz, dass ich Teil dessen sein kann, der dessen gewahr werden kann. Das finde ich schon sehr, ja. Und was schätzt du denn, wie groß, wie viel Prozent dessen, was ist, du gewahr wirst dadurch? Also was glaubst du, wie viel wir wissen von dem, was ist? Oder wie groß der Anteil ist, den wir nicht wissen? Gigantisch. Also letzteres gigantisch und ersteres lala. Wir wissen was über die, ein bisschen was. Wir wissen ein klein wenig was über die 5%, ich seid jetzt nicht so exakt mit den Rundungszahlen bei mir, über die 5% Materie im Weltraum. Ja. Über die dunkle Materie und über die dunkle Energie. Ja, haben wir so ein paar vage Ahnungen, ein paar Vorstellungen überprüfen und so richtig exakt messen und beobachten können wir da wenig. Oliver, darf ich in dem Zusammenhang kurz die Frage stellen, sagst du uns, was du beruflich machst? Kommunikation. Okay. Also weit weg vom Thema, ich verfüge über keine akademische Expertise auf dem Sektor, falls du das meinen solltest. Ja, ich habe gedacht, du begeisterst dich so für. Ich bin ungeheuer begeistert, ja. Ja. Und das zeigt aber dann auch, das gilt jetzt für dich, Christina, dass obwohl viele Menschen nicht an den Errungenschaften direkt beteiligt sind, sie haben aber auch Nutzen davon. Zum Beispiel, indem sie diese schönen Bilder sehen. Also ich bin auch begeistert, schon wenn ich die Bilder vom Hubble-Teleskop über sehen kann, die das Hubble-Teleskop vom Weltall gemacht hat. Die sind doch so wunderbar, dass ich mich jetzt wirklich freue, wenn von dem James Webb die Bilder kommen. Absolut, Karl, ich bin überhaupt kein... Kann ich mir das noch toller vorstellen. Nein, absolut, stimme ich dir total zu. Das kann auch ruhig neben dem stehen, was ich gemeint habe. Nur daher, mir kommt es halt ja demütig und ehrfurchtsvoll stehe ich davor. Ja? So. Dem stimme ich genauso zu. Und was der Oliver eben gesagt hat, dass eben auch durch die Gentechnik, die natürlich die meisten Menschen nicht durchschauen, eben dann doch viele Menschen, im Grunde Milliarden von Menschen, langfristig profitieren werden, weil es der Welternährung zugute kommen wird. Und das sage ich jetzt als Biologe. Das noch. Das heißt mit anderen Worten, sind nicht alle Leute schon beteiligt an solchen Errungenschaften, aber im Grunde profitiert dann eben doch die Menschheit, weil du dich eben so dagegen gewehrt hast, Christina, sozusagen, dass man sagt, die Menschheit hat was von solchen Unternehmungen. Nein, nein, um Gottes Willen, das habe ich so gar nicht gemeint. Ja? Also natürlich partizipiert sie davon, aber ich jetzt zum Beispiel, ich fühle mich jetzt nicht als der Erbringer von dieser Leistung. Ja, weißt du, das ist halt wie diese Ehrfurcht, wie die Astronauten, wenn sie im Shuttle von dort aus auf die Erde gucken. Da erfüllt die ja auch so eine Ehrfurcht vor diesem Planeten, dieser Schönheit. Ja, das kann ich ja alles absolut teilen. Nur, weil es ja vorhin, er hat ja so gesagt, der Oliver, so wir als Menschheit, wir als Spezies, fühle mich da nicht beteiligt an dieser Art Errungenschaft. Natürlich leiste ich auch meinen Beitrag, aber an dieser Art Errungenschaft eben nicht. Aber deshalb kann ich mich ja freuen drüber und partizipieren, ganz klar. Darf ich das vielleicht ein bisschen spezifizieren, dass es vielleicht greifbarer wird? Das, was ich daran so grandios finde, ist, dass ich dazu überhaupt in der Lage bin, auch nur im Ansatz zu begreifen, wie der einsteinsche Ansatz zur Gravitation funktioniert.
nach ein paar Minuten Auseinandersetzung damit zerbürst mir immer noch die Hirnschale, weil ja, oh. Und dann komme ich wieder zu Newton und der hat ja auch gereicht, um bis zum Mond zu kommen. Aber ich kann das lernen und das finde ich grandios. Das macht mich stolz, dass ich dazu in der Lage bin, in den Himmel zu schauen und mehr dazu zu verstehen, als dass die Leute vor 500 und 1000 Jahren konnten. Weil wir einfach diese Entwicklung durchlaufen haben. Zum Teil, ja, Margit, mit entsprechenden finanziellen Mitteln, aber eben auch so helle Köpfe hatten wie ein Galilei, der sich das Relativitätsprinzip ausgedacht hat, was dann hunderte Jahre später erst Momentum bekommen hat. Und der bare Fakt, dass ich einmal dadurch, dass das historisch dokumentiert ist, das aufnehmen und wahrnehmen kann und dass ich auch verschiedene Sachen davon verstehen kann. Und glaubt mir, Infinitesimalrechnung, ich bin eine Vollniete darin. Das ist so beschämend und demütigend. Aber muss ich mir halt eingestehen, brauche ich halt ein bisschen länger für. Aber ja, ich weiß, dass es das gibt und ich weiß, dass sich in Leibniz das ausgedacht hat und ich weiß, dass das sich in Newton ausgedacht hat und ich weiß, dass nicht Menschen Ideen haben, sondern Ideen Menschen haben. Und das finde ich toll, weil naja, ich weiß ganz jetzt, was viele Ideen, die Menschen bekommen werden und dann wird das da auch wieder weitergehen. Und das finde ich schön. Ja, das ist halt Hoffnungs, ne? Das ist was Hoffnungsfrohes und du kannst es im Nachhinein dann nachvollziehen dadurch, ne? Und da kommt das Gefühl dann her, dieser Stolz und dieses wie du es vorhin beschrieben hast. Die Möglichkeit, das überhaupt zu begreifen, so gering das an einigen Stellen noch ausfallen mag, ja. Ja, also so begreifen, ich begreife bis heute nicht genau, wie tonnenschwere Flugzeuge überhaupt in die Luft kommen. Also da geht es dabei. Entschuldigung. Ja, ja. Wollte ich nicht unterbrechen, mach ruhig. Ja, das war jetzt auch, egal. Ein Beispiel jetzt einfach, ja, wenn ich das beeindruckt mich genauso, wenn ich da stehe und weiß, was die Dinger wiegen, ja, und sehe, die da oben durch den Himmel fliegen, ist das auch noch immer heute für mich eine Art Wunder, technisches Wunder, wie das geht, ja. Und wenn du erst die Zusammenhänge kennst, wodurch das passiert, dann kannst du aber erstmal in den Keller gehen, um deine Kinnlade aufzusammeln. Das ist großartig. Mach das ruhig, find das raus. Das ist toll. Also Klaus, ich verabschiede mich. Schönen Dank für den Vortrag und ich freue mich auf den nächsten. Ja, ich auch. Ich gehe jetzt auch mal. Schönen Abend noch und Dankeschön. Tschüss. Ich danke auch. Tschüss. Ciao, ja.